Bart wird immer weißer, hey. Das ist ja krass. Fällt auch jetzt auf, wenn es so. Alright, legen wir los. Boom! Feel Good Podcast, Jubiläumsfolge, 30. Ah, hör auf! Doch! 30. Ja? Ah, was für ein Ehr! Mit dem Manu, der ist meinerseits, weil, das habe ich mir gerade gefragt, als ich da angefahren bin, habe ich mir das überlegt, eins der Highlights von diesem Podcast ist, dass ich Menschen wie die, und wir kennen uns nicht gut. Nein, wirklich nicht. Wir kennen uns von so ein oder anderen Event, hallo. Und man sich dann auch mal sagt, ja, wir schwätzen mal, und natürlich machst du es nie. Und mit so einem Podcast kannst du das machen, das wirklich einfach mal kannst sagen. Super, und es hören noch ein paar zu, ist auch gut. Das ist für mich fast nebensächlich. Wir reden so, wie wenn niemand mehr zuschaut, genau. Ist gut. Das ist für mich fast nebensächlich, dass Menschen zuhören. Absolut. Weil, wunderschön. Ja. Wunderschön. Kann ich dir helfen, oder geht nein, es geht, es ja. Geht, es geht. Und zwar, ich kenne wirklich eben, gewisse, die ich hier einlade, kenne ich besser, die kenne ich wirklich fast gar nicht. Ja, wir kennen es wirklich nur von den Gipfel-Events. Hallo, tschüss. Obwohl jetzt gerade einer gesehen ist, Swiss Comedy Awards. Und wir haben es dort ganz kurz davon gehabt, dass wir beide nichts zu tun haben. Und man das kann geniessen. Weder nominiert, noch irgendwie eine Laudatio halten. Genau. Das habe ich sehr genossen. Du also, auch nicht mehr, oder? Bei mir ist es eher öfter so, dass ich nichts zu tun habe. Ja, komm ich. Aber was mir aufgefallen ist, ich weiß noch, als das erste Mal die Swiss Comedy Awards neu aufgemacht worden sind, bin ich bei euch gesessen. Aus irgendeinem Grund Stimmt. Haben sie uns so platziert, dass ich wirklich bei euch sitze. Und die sind im ersten Jahr logischerweise für alles Mögliche nominiert gesehen. Den gibt es nämlich gar noch nicht lange, den Swiss Comedy Award, gell? Für das vierte Jahr? Ja, früher ist es ein Wettbewerb gesehen. Okay. Eigentlich ist nur der Talentwettbewerb gesehen. Alles klar. Von Dani Gundelfinger. Oh, und der Swiss Comedy Award? Swiss Casino Comedy Award, ist das gewesen? Nein, jetzt glaube ich ohne Casino. Vielleicht früher ein Casino. Johnny und ich, da haben wir unsere Anfänge gehabt. Yeah. Wir haben, das ist ja so krass, wir sind absolute No-Names gewesen. Mhm. Buben aus dem Seminar und irgendwie kommen wir schon sehr früh. Wir haben kaum den ersten Auftritt außerhalb vom Lehrerseminar gehabt. Spielen wir an den Swiss Comedy Awards. Swiss Casino Comedy Award hat es glaube ich geheißen. Swiss Casino hat es anders geheißen. Einfach der Wettbewerb. Und zum Teil wirklich noch mit Dezibelmesser, wer am lautesten lachen, der gönnt. Ja, ja, ja. Also auch vom Dani Gundelfinger. Ja, also das ist sicher der gesehen. Und ich meine, also ich finde, was gibt es Töfers als ein Wettbewerb? Wer ist lustiger? Humor kannst du nicht vergleichen miteinander. Nein, es ist wie Musikwettbewerb. Eigentlich genau. Wo entweder machst du es in einem Genre, und aber auch dort finde ich es in der Comedy schwierig. Aber vergleichsweise ist so ein Comedy-Wettbewerb wirklich wie wenn der Jazzmusiker und die Schlagerband. Ja. Gegen die Popsängerin antreten. Ja, also es ist so. Ich bin prinzipiell nicht so Fan von so Preisverleihungen. Ja. Eben dort, wo das erste Mal neu aufgezogen worden ist, haben die ja dann alles gewonnen. Und ich bin ein von, glaube 100 Menschen gesehen in dem Saal, wo sie gesagt haben, ja, ist ja klar gesehen. Ja, oder? Ist sehr unangenehm für mich und Johnny eigentlich. Und dann habe ich gemerkt, dass das ein bisschen peinlich ist. Ja, wirklich, du sagst, das war so unangenehm. Ja. Ja. Das ist das erste Mal, was es überhaupt gegeben hat, so in dieser Form, gell? Der Stein. Ist es unangenehm gewesen, den anderen Leuten aus der Szene gegenüber, oder? Ja. Wirklich? Ja, definitiv. Ja, schau, das muss man nicht verheimlichen. Wir geniessen seit Jahren einen unglaublichen Erfolg. Mhm. Und primär können wir das schätzen und das ist geil. Und letztendlich, finde ich, ist der Lohn von einem erfolgreichen Komiker oder Bühnenkünstler schon ein bisschen, oder sagen wir mal, der markanteste Lohn, der Ticketverkauf. Also jetzt mal nicht finanziell betrachtet, sondern einfach vom Ansturm her, oder? Yeah. Und ich würde nicht sagen, dass es in der Schweizer Szene krass ist, aber das ist automatisch, das ist ja völlig normal. Egal wo jemand raussticht, kommt Neid auf oder eine gewisse Missgunst. Und
Das haben wir in den letzten Jahren da und dort in der Comedy-Szene auch ein bisschen gespürt. Wirklich? Ja, also nicht einmal, es ist nicht offen gesagt oder so, aber ich merke manchmal, dann hinten rum hört man gewisse Geschichten. Es ist, glaube ich, viel weniger schlimm als in der Musikerszene zum Beispiel. Eben, dort höre ich viele Geschichten. Genau, also ich muss wirklich sagen, ich war 2-3 Mal am Swiss Music Award gewesen, im Publikum und ich habe es recht traurig gefunden. Es ist nicht, mal manchmal sogar auch verbal, aber es liegt so eine Missgunst in der Luft schon, teilweise. Also ein Award habe ich krass gefunden im Hallenstadion vor ein paar Jahren. Wirklich auch dann mit Abschätzungen, Zwischenrufen und wenn jetzt je nachdem, wer auf der Bühne steht. Und das habe ich müssen sagen, jetzt gerade kürzlich am Comedy Award. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weil wir alle so in diesem Boot, in diesem Leidensboot von Corona gesessen sind, jetzt die ganze Zeit. Ich habe eine extrem schöne Stimmung verspürt an dem Anlass. Während der Show schon. Wobei, die war noch ein bisschen steif, weil es halt eine Fernsehaufzeichnung ist und so. Aber vor allem nachher beim Apro. So, es ist ein kleiner Künstler zusammen mit den kommerziellen, halt erfolgreicheren seit Jahren und so. Habe ich eine hohe Einheit, etwas Familiäres gespürt. Wie noch nie eigentlich. Das habe ich sau schön gefunden. Ich nehme das eben seit Jahren so wahr, aber ich glaube, es ist immer ein Unterschied, wo in der Nahrungskette man ist. Das hat mit dem zu tun. Weil ich habe zu einer Zeit angefangen mit Büssi und Charlie. Und eine andere Generation. Eben, und wir sind so zusammen irgendwann angegangen. Der Büssi ist huge, aber es ist immer noch der Büssi. Der Charlie macht gerade mega seinen Weg. Ja. Und es ist immer noch der Charlie. Und dort kann ich mir wie nicht vorstellen, dass irgendwann Missgunst oder sowas passiert. Nein, das glaube ich. Aber wenn du so top of the food chain bist. Ja, und da kommt es dazu, dass wir wirklich halt noch mal eine andere Generation sind als ihr. Yeah. Ich sage jetzt Junge. so krass ist der Unterschied zwar nicht. Aber und die meisten von uns sind Stand-Upper. Der Johnny und ich sind überhaupt kein Stand-Upper. Oder? Wir machen eigentlich das alt, verstaubte, klassische Nummern-Gabarett. Ja. Oder? Und darum sind wir da, fühle ich mich da auch immer so ein bisschen als Spezialfall in der gesamten Szene. Klar gibt es, es gibt wenig, Europax vielleicht noch so ein bisschen. Aber von diesen klassischen Nummern-Gabarellern, die sind am Aussterben. Lapsus vielleicht noch ein bisschen abfüllend und so. Yeah. Und darum habe ich da oft in der Vergangenheit Connection halt einfach nicht so gespürt. Aber ich merke, wenn man halt mal dann auch Zeit hat, zum Zusammensein, wie mit Bierli und so, merke ich, ist trotzdem eine hohe Verbundenheit da, weil wir stehen alle auf der Bühne und wollen die zum Lachen bringen. Yeah. Ob du es jetzt als Stand-Upper machst oder als Music-Komiker oder als, eben, wie wir, klassisches Nummern-Gabarett, ist eigentlich scheißegal. Ich weiss eben noch, wo ich, dort habe ich noch nicht mal wirklich Stand-Up gemacht, sondern einfach, ich habe mich so ein bisschen für Comedy interessiert und so. Und ich weiss noch, wie ich dort, nicht mal spezifisch, bei euch, sondern grundsätzlich, alles, was nicht Stand-Up war, bin ich dann so ein bisschen abschätzig gegenüber. Das glaube ich sofort. Weißt du, das ist alles Scheissdreck. Old-fashioned, oder was eigentlich? Ausser Stand-Up, so. Ja. Und dann machst du das irgendwie 1-2 Jahre und ich habe dann immer größeren Respekt gekriegt für jegliche Kunstformen, nicht nur im Bereich Comedy, sondern überhaupt. Und mit der Zeit lernst du dann auch noch eben aus einem anderen Business Leute kennen, wie zum Beispiel, heute haben wir Fliegen, Christoph, jetzt wird es ganz geil. Das erste Mal, oder was? Letztes Mal haben wir Fruchtfliegen gehabt. Eine Fruchtfliege. Und jetzt haben wir eine grosse Fliege. das wird jetzt der Running Gag heute. Und dann zum Beispiel, jetzt habe ich eine Sendung gedreht mit dem Peter Raber, wo dann auch erklärt hat, wie nur im deutschsprachigen Raum überhaupt ein Unterschied gemacht wird zwischen E-Kultur und U-Kultur. Und wie dort dann eben auch so Missgunst kann aufkommen oder etwas als weniger gut gewertet wird. Ja. Dabei ist die Unterhaltungskultur genau so eine Kunst. Ja. Und ich, wo im Stand-up probiere, mich zu weiterentwickeln, merke also, der perfekte Joke schreiben, dass die Leute einfach so laut wie möglich lachen, das ist, siehst du jetzt fliegt sie schön in mein Gesicht. Du. Das ist... In der nächsten Sendung fliegt ein Flamingo im Raum umeinander. ist kein Fliegentätscher. Warte mal. Jetzt kommt dann der Tierschutz. Warte mal. Noch nicht.
Ich kriege es nicht verwischt. Nein, sie ist weggeflogen. Ja. Um den Satz fertig zu machen, das empfinde ich fast als schwieriger und eben dann fast als die höhere Kunst, weil es eben nicht so einfach ist, einen riesen Raum von Leuten zum Lachen zu bringen. Ich finde, das ist grosse Kunst. Yeah. Und es gibt verschiedene Werkzeuge dafür. Genau. Das ist so. Ja. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass dir irgendwie so eine Missgunst irgendjemand spürt. Doch. Also, es hat uns jetzt nie belastet oder gestört. Mm. Aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich. Es geht mir wahrscheinlich gleich. Wenn ein Act so massiv oben aus über Jahre die Hallen erfüllt, kommt bei mir vielleicht auch so eine gewisse Missgunstphase wie es auf. Also was ich also, weißt, für den Johnny und für mich ist es eigentlich viel einfacher, auch andere Komiker zu schauen und dann die mit Lob überschütten. Das ist natürlich einfacher aus unserer Position ein Stück weit. Aber es kommt immer von Herzen. Yeah. Aber ich merke, wenn andere Komiker uns kommen schauen, gibt es wenig, die dann sagen zwar, ja, das ist geil, aber ja, das ist es dann. Die haben ja sonst schon genug Lob und genug Erfolg, muss ich es jetzt auch nicht sagen. Es gibt fertig und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Yeah. Oder wir sind auch mega offen zu sagen, hey, ich bewundere euren Erfolg. Also weißt du, Respekt, die Leute kommen in Scharen seit Jahren. Mir gefällt euer Stil nicht. Yeah. Das kann man uns easy sagen. Das kann ich völlig verstehen. Wir haben jetzt eine Art von Humor, von Komik verwünscht. Damals, wo die breite Masse anspricht. Wir haben für Großmutter etwas drin, aber wir haben auch für den 7-Jährigen etwas drin, oder? Und das da, und wir spielen sehr breit gefächert. Wir haben ein bisschen Musik drin, wir haben ein bisschen Pantomime drin, wir haben ein bisschen Stand-up drin, wir haben ja, so alles ein bisschen. Und für viele Leute ist das ein krasser Mix, ein krasser bunter Blumenstrauß. Aber ich glaube, genau das schätzt das Volk wahrscheinlich bei uns ein bisschen. Ja, und vor allem von Menschen aus der Szene ist es für mich immer so gesehen und eben für mit denen, wo ich jemals darüber geschwätzt habe, ist ob einem jetzt die Kunstform gefällt oder nicht, ist immer das Gleiche gesehen, nämlich, aber sie sind wahnsinnig nett. Aber das hilft ja auch. Also weißt du, ich glaube sonst könnte eben eine Missgunst entstehen, wenn man sagt, wenn es dann noch Arschlöcher sind. Nein, genau, dann will ich noch, ja nicht. Und darum hat es mich eben so fasziniert, wo der Award gesehen und die eben so peinlich berührt gesehen sind. Weil, hast du das gemerkt? Natürlich. Das ist lustig. Natürlich habe ich das gemerkt. Ja? Ja, wir haben uns wirklich fast ein bisschen gerecht müssen, rechtfertigen oder für uns. Ja, das stimmt. Das mag ich mich im Fall wirklich sehr gut erinnern. Mhm. Und innerlich hat sie natürlich gefreut, dass in der Schweiz überhaupt mal so ein Preis verteilt wird. Yeah. So. Aber ja, das ist so geil. Das ist wirklich, ja, das ist nicht angenehm gewesen. Krass. Ist nicht angenehm. Krass, weil eben, also man schafft nicht für Preise, aber eben, es ist ja eigentlich mega geil, wenn man so eine Anerkennung kriegt und dann kannst du es nicht genießen, sozusagen. Ja. Und das Geilste sind halt schon immer, die Jurypreise sind auch nicht, aber der Publikumspreis ist schon. Das ist, finde ich, ist nochmal so. Das hat mega Bedeutung, finde ich. Aber gleich auch nicht die gleiche Bedeutung wie der Ticketverkauf. Oder das Lachen im Saal. Das ist schon. Das kommt kein Preis an. Das habe ich auch immer gesagt. Wirklich, weißt du, wo Social Media so langsam und vor allem Instagram irgendwann so völlig am Durchknallen gesehen ist. Und dann hat es überall geheißen, du musst jetzt dort irgendwie Comedy-Videos machen und du musst jetzt Vollgas und Follower sammeln. Und mich hat es nie interessiert, weil ich so gefunden habe, super, finde ich geil. Ich will das gar nicht. Ich habe das nicht gemacht, damit ich daheim in der Stube mich filme und dann irgendwie Likes abknall, sondern eben mich interessieren Ticketverkäufe und nicht wegen dem Finanziellen. Oder die Live-Situation halt einfach. Genau, sondern weil ich weiss, dann kommen Leute und die lachen dann hoffentlich. Genau, oder? Das war übrigens auch interessant am Comedy Award, jetzt gerade letzte. Wie gesagt, ich habe es mega genossen, das Connecten, wir hatten mal ein bisschen Zeit gehabt, alle stecken in dieser schwierigen Zeit, wir Bühnenkünstler. Das war so schön gewesen, wie ich es vorher erklärt habe, das Familiäre zu spüren. Und ich bin prinzipiell auch ein Mensch, der sehr gerne offen auf die Menschen zugeht, auf verschiedenste Arten von Menschen. Bei einem Schlag von unseren Kollegen habe ich gemerkt, dort fällt es mir schwer, den Zugang zu finden, die Onliner. Die reinen YouTuber und Instagramer.
Das ist eine völlig neue Generation natürlich, schon vom Alter her. Ich kann sagen, es ist vor allem schon eine Altersgeschichte. Eine Huren-Gap. Ja. Und ich bin einfach, ja, fest der Meinung, also Social Media ist heutzutage eine Plattform, die ist wichtig, die darf man, muss man nutzen. Mhm. Mache ich auch. Mhm. Und gleich, wenn jemand dann voll auf das setzt, das finde ich, also, klar, viele, die online aktiv sind, die kannst du auf der Bühne manchmal dann auch, sind es viel schwächer. Mhm. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Also, dass es am Bildschirm super funktioniert, aber auf der Bühne in der Live-Situation dann leider gar nicht. Ja. Und ich möchte einfach all die Jungen auch ermutigen, gleich auch die Live-Situation zu suchen, zu erleben. Aber weißt du was? Meine bescheidene Erfahrung bis jetzt ist, 90% fangen online an, mhm, haben aber immer den Traum, es mal auf der Bühne zu machen. Schon. Mhm. Und ein paar probieren es dann auch. Getrauen sich nicht und andere probieren es und merken dann, dass es eben nicht so einfach ist. Es ist ein anderes Kaliber. Also der Bendrit hat es hier im Podcast gesagt. Der hat das Gefühl gehabt, ich stand jetzt einfach nur auf der Bühne, oder? Funktioniert auch, oder? Genau. Es ist schon ganz anders schaffen. Und ich finde, beides, also weißt du, auch online schaffen, da brauchst du das Gespür für Timing, mhm, für das Auge, für das Bild, für die Situation. Also ich würde es überhaupt nicht schmälern. Überhaupt nicht. Ich merke ja auch bei meinen Filmen, die ich manchmal poste, gibt es dort... Ich wollte sagen, du bist ja eigentlich sogar ein bisschen Onliner, ja, aber mehr so Reality, aus dem Alltag raus halt. Mehr so aus dem freiwilligen Spass. Ja, total. Ohne Grund, sozusagen. Ich skripte eigentlich nie irgendetwas. Nein, das stimmt schon. Hast du noch nie ein Storyboard gemacht für so eine Online? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein, ich finde, das hat alles absolut seinen Reiz. Mhm. Ich liebe Online-Präsenz von irgendwelchen Leuten, wenn es originell ist. Ja. Was ich hure mühe damit ist Hotel, Zimmer, Spiegel, Selfies. Heute habe ich den und den Event. Mhm. Das finde ich so ein bisschen... Habe ich auch schon eins gemacht, glaube ich. Hast du auch schon eins gemacht? Ja, ich sage auch nicht, dass es von mir keine Selfies gibt auf meinem Portal, aber ich habe immer Freude, wenn irgendein minimer Aspekt an Kreativität in einem Post drin ist. Da probiere ich ein drauf zu schauen. Aber logisch gebe ich manchmal auch einfach schlichten Einblick schnell in eine Situation aus meinem Privatleben. Also, ja, früher halt, weißt du, wenn ich irgendwie Events moderiert habe oder so, und danach knallen sie dich in irgendein Smoking und irgendein Star-Coiffeur hat noch schnell an deinen Haaren rumgeschnippelt und dann findest du, also komm jetzt, Spiegel-Selfie mache ich jetzt. Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Oder wenn du eben in so einen Anzug reingezwängt worden bist, findest du ihn aber eigentlich gar nicht geil. Nein. Und dann habe ich aber mit Comedy angefangen und dann ist so die Eitelkeit vom Aussehen ist komplett verschwunden. Weil ich gemerkt habe, es passt nicht zusammen. Also, es kommt natürlich noch darauf an, ich finde, man kann ein Hotelzimmer, Spiegel, Foto posten. Ja. Es kommt dann noch darauf an, was für ein Text das man dazu hält. Genau. Das finde ich, genau. Da kannst du dann auch nochmal, da kannst du Originalität und Kreativität dann doch einmal lassen. Du kannst ein banales Foto posten, aber einen geilen Text dazu, dann ist alles wieder gut für mich. Obwohl, auch dort vermischt sich sehr oft Realität mit Satire, weil bei manchen, die ernste Bilder und Text machen, hast du das Gefühl, das kann ja eigentlich nur Comedy sein. Ja. Weil das stimmt. Quasi ein Quadratmillimeter Stoff, aber es ist dann irgendwie egal, wo dein Weg dich hinführt. Das stimmt. Das Ziel hast du immer vor Augen. Es gibt online so viel ungewollte Komik. Also mit mir, da haben wir gerade beide einen Sender oder ein Auge dafür, eine Antenne dafür. Super Inspiration, was die Leute da zum Teil aus echter Coolness und Seriosität wollen posten und es ist einfach was du aber funny. Definitiv. Was du aber gesagt hast, was ich auch finde, ist die Originalität, die ist gerade online, ist erstaunlich, wie so alle 5 Jahre die gleichen Jokes und Witz und zum Teil sogar Videos, also versteckte Kamera, was weiß ich, einfach können recycelt werden. Schon, nichts eben Neues kommt. Ja, das kann sein. Und ich glaube, darum funktioniert es dann auch vor allem bei Jungen, weil die halt nicht wissen, dass es das schon mal gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Ist mir also auch schon passiert. Ja. Also weißt du, mit dem Johnny. Ja. Also wir haben auch schon Nummern auf die Bühne gebracht, die ich dann irgendwann später gesehen habe. Wow, das hat es früher in sehr ähnlicher Form schon mal gegeben. Ja. Also das passiert. Ja, das passiert sehr.
habe das Gefühl, bei Sketch passiert es vielleicht noch eher, weil es wie eine begrenzte Anzahl von Situationen kann geben, wo irgendetwas dann passiert. Ja, so. Das stimmt. Und im Stand-up merkst du es viel mehr, wie wenn jemand jetzt die persönliche Geschichte erzählt von das und das, dort und dort. Oder der Gedankengang, wenn das dann quasi eins zu eins wiedergegeben wird, dann... Also eben, genau. Aber das passiert ja wirklich bei den Stand-up. Also jetzt gehst du auch über Grenzen raus, jetzt mal, sagen wir mal, weltweit schon betrachtet oder schon nur auf Deutschland raus. Ja. Hört man ja da und dort mal die gleiche Pointe. Richtig, ja. Wie ist man da hässig? Ja, also hässig. Ich bin großer Verfechter davon, dass man es dann mit dieser Person sollte klären und irgendwie direkt ansprechen. Aber der kann sie auch wieder von irgendeinem anderen haben. Ja. Aber genau darum muss man es ja in irgendeiner Art und Weise klären. Weil was ich vor allem in Deutschland schon oft gemerkt habe, ist, wie dann, fragt mich nicht, ein Spielewochenende in Hamburg oder so, und dann kommst du irgendwie auf jemanden zu sprechen und dann sagt die Person, hat mal den Gag von mir geklaut und da und so. Oder? Aber du merkst dann, die haben das nie miteinander besprochen. Und Deutschland ist halt sehr ein grosses Land und dann können wirklich Jahre können Menschen aneinander vorbeitingeln und können sich irgendwie so etwas aufstauen. Krass. Innerlich. Weißt du, da Wichser, was der da immer macht und so. Und zum Teil sind es dann eben sogar so Jokes, wo du sagst, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass der von dir ursprünglich ist, sondern da habe ich mal in dem und dem Film in einer abgewandelten Version gesehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, für sich selber die grosse Lösung ist immer, möglichst probieren, eben etwas Eigenes, Originelles zu machen. Das ist es. Ich finde, eben, gewisse Jokes, die kannst du nicht mehr neu erfinden, die gibt es. Und die richtig am Herzen liegen und einfach selber schon so abfierst, Pointen. Yeah. Und du weißt auch, 90% von deinem Publikum wird den fressen, den Gag. Verstehe ich schon, dass man auch einen Altbekannten, wie du sagst, es ist dann, Kunst ist dann, dass man einen geilen Einbaut einbettet in deiner Performance. Ja, ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, es gibt so gewisse Sachen, die sind so wie allgemein gut. Also auch bei den Deutschen zum Beispiel immer, wenn ein Glas kaputt geht. Ich glaube, es gibt jetzt keine, wo der nicht schon mal gesagt hat, Kontaktlinse rausgefallen. Und es ist immer ein Lacher. Weißt, es ist einfach so ein sicherer Lacher. Ja. Das heisst, es gibt einfach so ein bisschen so Standard-Dinger. Die Zickordner-Gags, spontane Antworten. Genauso wie so eine Standard-Start-Gag und so. Gibt es sicher zwei, drei. Aber ich glaube, sobald du dann irgendwie anfängst, eine persönliche Geschichte erzählen oder eine Ansicht zu einer gewissen Sache und so, verschwindet das alles. Aber absolut, das meine ich. Schön einbetten, genau. In einer neuen Geschichte verpacken. Es gibt Theorie, habe ich in irgendeinem Buch gelesen, dass es eigentlich nur drei Witze gibt. Ursprünglich. Es gibt drei Sorten von Witz und alles andere sind immer Abwandlungen von diesen drei Witzen. Ach, sehr geil. Weißt, so, der eine ist so der klassische Verwechsler, der andere ist der klassische... So vom Schema her meinst du? Genau, Dreher. So. Und eigentlich geht es dann nur darum, dass man das und das ersetzt. Und ich finde es ich find wichtig, dass man selber sich Zeugs überlegt und originell ist. Ich finde aber, dass zum Teil die Menschen auch übertreiben, wenn dann eben das Schema das gleiche ist, aber das inhaltlich etwas völlig anderes ist, dass man dann eben schon sagt, das ist gestohlen oder das ist das. Ja. Also dann muss ich sagen... Ich bin da auch ein bisschen für Weitherzigkeit. Ja, nein, ich weiß es auch nicht. Wir haben das schon, ja, nein. Also es ist auch schon das Umgekehrte passiert. Ich habe auch schon von anderen dann ähnliches Zeug gesehen, wo wir schon gemacht haben. Mhm. Es ist so schwierig. Ich meine, die Musik ist ja noch viel krasser. Das Rad neu erfinden ist so sackschwierig heutzutage. Mit dieser Flut, vor allem auch online, geht es. Ist super schwierig. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem DJ Bobo, wo er hat mal so eine Übergangsphase gehabt, weißt, nach dem ganzen Eurodance und Prey und so, hat er gewusst, er muss sich irgendwie neu erfinden. Und dann hat er ein Album gehabt, ich weiß nicht, wie das heißt, ich bin großer DJ Bobo-Fan gesehen. Ja. Ich glaube Magic. Nein, Magic ist früher noch gesehen. Es ist eben irgendwie so Anfang 2000, es ist halt so völlig in so einer Zwischenwelt gesehen. Und dort hat er so zwei Songs gehabt, die haben komplett getönt wie Will Smith. Weißt du, so Miami, Getting Jiggy With It, genau so der Rhythmus. Und irgendwie so ein bisschen so, haha, yeah. Ja, ja. Und dann hat es irgendwie zwei gehabt, die haben getönt wie so ein bisschen Lubega. Das ist ja dann auch Chihuahua geworden. Und dann haben sie ein Interview gemacht mit ihm.
wo sie das so ein bisschen ansprechen, wo sie sagen, das tönt jetzt sehr nach Will Smith und das tönt sehr nach dem und so. Und dann hat er irgendwas gesagt, von wegen, es gibt halt eine begrenzte Anzahl an Gehört. Ja. Ja. Was im Kern stimmt, aber klar, wenn dann eine Produktion ziemlich genau gleich tönt. Also bei der Musik finde ich es uhr krass. Yeah. Also ich meine, es gibt ja Millionen, wenn nicht Milliarden Songs auf dieser Welt. Mhm. Und logisch passiert es mir auch, dass ich mal finde, erinnert mich jetzt ein bisschen an diesen Song. Mhm. Aber gleich im Verhältnis, huere selten eigentlich. Ich bin überrascht, dass, ich eine Statistik lesen, anscheinend sind mittlerweile 50% von allen Songs, die rauskommen, sind Cover-Songs. Oder eben gesamplet oder was weiß ich. Und ich habe es mit irgendjemandem davon gehabt, der gefunden hat, das ist ja krass, weil das heisst, das kommt ja eigentlich nichts mehr Neues. Und dann habe ich so gefunden, jein, weil 50%, das heisst, die Hälfte von der ganzen Musik, die rauskommt, ist immer noch neuer Shit. Und das ist in Anbetracht von, wie viel Musik es schon gibt. Das ist unfassbar. Ist Wahnsinn. Und es gibt ja ganz, also der grösste Teil Musik, den bekommen wir ja gar nie zu Ohren. Also weißt du, das rauskommt und es schafft genau. Oben raus, ist ein kleiner, verdammter Teil. Ich meine, das sind so viele geile Bands, die irgendwelche kleinen Clips am Spielen, wo niemand registriert, oder? Und das ist so, ich komme mit fast allem klar, wo in meinem Leben passiert, aber der Fakt, was ich weiss, ich werde irgendwann sterben und ich werde wahrscheinlich 5 von den geilsten Songs, die ich jemals gehört habe, nie hören. Mhm. Der Gedanke macht mich immer ein bisschen kaputt. Wirklich? Ist geil, ja. Wenn ich also denke, ich werde immer noch irgendetwas unentdeckt, wirklich unentdeckt lassen. Ja, ich glaube, sehr viel sogar. Ja, eben. Sehr, sehr viel. Und das finde ich immer so ein bisschen, schade. Ja, das denke ich wirklich viel, weil ich so selber auch seit Jugend immer gerne Musik gemacht habe und meine Bands hatte im Keller und irgendwo. Wie viele geile Bands einfach das Leben lang nie entdeckt werden. Mhm. Aber super Songs schreiben, weltweit betrachtet jetzt. Wir haben nicht zu denen gehört, definitiv nicht. Aber weißt du, es ist schon hart. Und dann schaffen es zum Teil irgendwelche mittelmäßige Bands schaffen es voll oben raus, oder? Weil sie irgendwie einfach am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Und vor allem, wie viel denn noch dazugehört. Also weißt du, irgendwie, ich bin mal mit einem Kollegen, bin ich einen Studentenkollegen von dem besuchen, irgendjemand in Holland, und dann sind ein paar Engländer dabei gewesen, und der eine war in so einer Indie-Rock-Band gewesen. Und die sind irgendwie 16, 17 gewesen, wo die irgendwie ein paar Songs gemacht haben, und ich habe immer noch 2, 3 auf meiner Mediathek. Und die haben die paar Songs gehabt, und dann ist ein Label gekommen und hat gesagt, jetzt der Vollgas, England-Tournee. Ich buche euch alle Clubs zu, da. Wir pushen euch, BBC Radio One und so. Und danach haben von 2 Bandmitgliedern die Eltern gesagt, nein, die sind erst 16, wir wollen das nicht. Durch das dann irgendwann Streit. Ihr bleibt zu Hause. Yeah. Ach, mit 18 quasi aufgebrochen eben. Und einen davon habe ich kennengelernt in Holland, wo er jetzt dort studiert. Und dann denke ich so, es muss ja dann auch eben nicht nur richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, sondern es muss ja dann das ganze Grundsetting funktionieren. Ja, muss einiges zusammenstimmen. Also auch du, wenn der Johnny und du vor 20 Jahren irgendwie verkracht hättet wegen irgendeinem Scheissdreck, würdest du nicht da sitzen. Ja, ist schon krass. Also es muss ja so viel... Ganz viele Puzzleteile müssen da fitten. Es muss ja so viel zusammenkommen. Ja, ist krass. Und mich interessiert immer etwas, also vor allem finde ich es auch wichtig für Menschen, die zuhören, weil eben, jetzt seit Jahren riesig erfolgreich, und was die Menschen oft nicht verstehen, ist, dass man ja eben irgendwann mal angefangen hat und auf gut Deutsch viel Scheiße hat müssen fressen. Oh yes! Bis man dann dort gesehen ist. Also mit Marco davor gehabt, mit dem Mittermeier, und ich finde es immer wichtig, dass erfolgreiche Menschen das dann auch in irgendeiner Art und Weise erzählen und dass die Leute das auch mitkriegen. Ja, finde ich mega wichtig. Weil logischerweise hast du mega oft den Moment von ab jetzt geht es richtig ab. Und dann fühlen sie auch die Leute wahrnehmen. Ja. Aber dass man davor 10 Jahre... Nein, das checken die wenigsten, das ist klar. Aber ist es nicht bei anderen Berufsgattungen oft so? Ich meine, auch der erfolgreichste Maurer, Maurerbude, hat am Anfang wahrscheinlich sehr spezielle Jobs gemacht in seiner Jugend. Stimmt schon. Ja. Weil von euch hört man wirklich, also allergrößter Respekt für das, hört man immer, wie die ultimative sozusagen Ochsentour gemacht haben und wirklich an Ort gespielt haben, wo
Ja, ist übel. Also, ja, heute, heute Menschen, die anfangen, glaube ich, würden 90% von diesen Jobs absagen, wie sie sagen. Das ist spannend. Habe ich mir so gar nicht überlegt. Ja. Ja, wir sind da wirklich noch alte Schule halt gewesen, ja. 6 Jahre sind wir an jede Hunde verlochen. Aber übelst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke manchmal gerne daran zurück. Schon, aber ja, das ist ja eine reichhaltige das Schule. Das war einfach eine Schule gewesen. Logisch haben wir im Moment damals, wären wir am liebsten einfach im Boden verschwunden, oder? Also, wenn du rausgeschaut hast, Eröffnung für aussen im Industriequartier, Zug, ein Lampengeschäft, hat Tag der offenen Tür gehabt, oder Eröffnung oder etwas. Und der Veranstalter hat aber gesagt, da kommen 100 hier, da kommen 100 hier. Und es hocken genau 4 Leute am Festbänkchen und ein Hund und sind am Servelo essen. Und du musst jetzt dort raus 30 Minuten gehen, kalt machen. Also Dutzende so Momente erlebt. Und das sind schöne Geschichten zum Erzählen, heute. Auf jeden Fall. Damals also, schrecklich zum Erleben, durchleben. Ich erlebe jetzt noch zum Beispiel Zeugs. Also es ist eben. Ich romantisiere es dann immer. Ich fühle mich so privilegiert mit dem Johnny, was wir erleben dürfen. Seit Jahren. In dieser kleinen Schweiz. Wir haben ja null Ambitionen und auch nicht das Material dafür, auf Deutschland rauszugehen oder so. Sondern wir sind einfach in unserer kleinen Deutschschweiz unterwegs und die Leute säckeln uns Buden ein seit Jahren. Das ist so ein hure Geschenk. Ja. Und ja, wie gesagt, ob es du erzählst oder andere Berufskollegen, die aber auch, ich meine, du bist auch etabliert in der Comedy-Szene und gleich erleben immer noch immer wieder mal auch unangenehme Auftritte. Es geht fast nicht anders, ja. Also, aber eben für mich gehört es auch dazu und es, ich weiß auch nicht, weil ich wahrscheinlich schon als Bub eben so Interviews gehört habe von Komikern, die dann eben erzählt haben, wie zum Beispiel der Mittermeier, der gesagt hat, ja, 2 Leute, eben, dann hast du ihnen gesagt, soll ich überhaupt für euch spielen? Oder wenn wir auf der anderen sitzen und... Ein Bierchen trinken. Ja, wir trinken ein Bier, wir schwätzen ein bisschen. Und die dann sagen, nein, wir wollen schon sehen. Ja. Weißt du? Und dann spielst du vor 2 Leuten 1,5 Stunden. So, und irgendwie habe ich das immer schon geil gefunden und darum habe ich das auch immer romantisiert. Und darum ist dann, ich weiß auch nicht, ich habe mal eine Woche gehabt, die ist so absurd gewesen mit irgendwie, ich weiß nicht mal mehr wo, aber irgendjemand, so etwas, weißt du, so Größe Mark, KKL oder irgendwie so. Irgendeine Mixed-Show, bombastisch, dann irgendwie vor 18 E-Mountainbiker in einem Restaurant, wo aber für alle offen ist. Das heißt, du hast hinten noch Leute, weißt du, die so halb zuschauen und sind mir gleich nicht interessiert und Service und Küche offen. Und das alles innerhalb von einer Woche, weißt du. Und am Schluss gehst du dann irgendwie am Sonntag, fährst du heim. Jetzt sind wir noch zugeschneit worden in Pontresina. Da hast du zuerst den Pass umfahren. Wirklich irgendwie 7 Stunden gehabt, bis wir daheim gewesen sind. Und, so. Und dann am Schluss kommst du so heim und sagst so, normale Comedy-Woche. So krass. Es geht wirklich auf so alle Richtungen. Oder? Aber es hat schon auch viel damit zu tun, ob wir noch, also das wissen die Leute daheim wahrscheinlich auch viel nicht, für uns Bühnenkünstler oder als Komiker speziell, auch vielleicht Musiker, aber ich rede jetzt mal von uns Komiker. Gala ist ein Geschäft und die eigene Tour ist ein Geschäft. Oder? Das sind 2 komplett verschiedene Sachen. Habe ich letztens immer wieder merke, dass sich das Volk eigentlich überhaupt nicht so bewusst ist, oder? Nein. Und gerade wenn du im Gala, wir machen ja seit Jahren keine Galas mehr. Vielleicht eben genau auch, um gewissen unangenehmen Auftrittsbedingungen auszuweichen. Aber wir können es uns leisten, weil wir genug Geld verdienen mit dem eigenen Ticketverkauf. Genau. Das ist ein Riesenprivileg. Also, das haben wir extrem abgefeiert vor ein paar Jahren, wo wir gemerkt haben, jetzt müssen wir nicht mehr an der Raiffeisen GV spielen. Aber die Leute rufen trotzdem immer an und sagen, können Manu und Johnny schnell am Geburtstag? Ja, das kommt immer noch extrem vor. Ja. Was ich aber auch noch schön finde. Es gibt ein Bier und ein Servela. Genau. Nein, das manchmal staunst, aber manchmal finde ich, also ich finde es ja schön, dass die Leute die Erwartung oder die Hoffnung haben, dass wir noch am 50. Geburtstag vom Tante Riesi können spielen. Ja. Haben wir früher ja auch 6 Jahre lang jedes Wochenende gemacht. Und das hat auch viele schöne Auftritte gehabt, muss man sagen. Weißt du, nicht nur Kack-Gala, nicht nur Kack-Auftritte. Also es gibt ja die, du schaust eben so hinterführen und du denkst, das wird katastrophal und danach ist es mega geil. Gibt es auch. Ja. Ja. Das stimmt. Aber eben in denen 6 Jahren... Hey! Nein, unfassbar. Unfassbar. Aber eben,
Hat nicht einmal euer ganzes Programm schon vorverzählt? Ja. Der Gemeindepräsident von der Gemeinde. Wir sind in der Turnhalle gebucht worden. Ja. In der Kultur, im Kulturprogramm, im Jahreskulturprogramm von der Gemeinde im Zürcher Oberland. Das stimmt. Und dann ist der raus und hat uns angesagt und hat den DVD scheinbar schon gesehen gehabt und hat in dieser Ansprache, in dieser fast 15-minütigen, würde ich jetzt mal sagen, teilweise ganze Nummern rezitiert, die nachher gekommen sind. Wir sind in der Vorrang gestanden und dachten, das kann nicht wahr sein. Aber es ist gleich ein schöner Abend geworden. Dann ist schon gut. Dann ist schon gut. Super gewesen. Was ich auch richtig krass finde, ist die Dokumentation, die es über euch gegeben hat, die beim SRF gelaufen ist. Weil, das haben wir mal auch kurz an irgendeiner Awardshow, habe ich Danke gesagt, ja, dass es das gegeben hat. Ja. Und bin sicher nicht der Einzige gesehen, weil allein ich, wo einfach eben knapp im gleichen Business bin, habe wahnsinnig viele Reaktionen drauf gekriegt, weil alle haben die Dokumentation geschaut und haben dann auf einmal so, eben wie viele nicht realisieren, dass Gala und öffentlich und so zwei verschiedene Sachen sind, haben wir nicht realisiert, dass Komiker sein auch Arbeit ist. Also, weißt, ja, absolut. Und sind dann gekommen und haben gesagt, boah, ich habe es nie gecheckt, dass du so einen intensiven Job hast. Wie viel Ernsthaftigkeit hinter dem Humor eigentlich steckt, oder? Und hat dann so wie gemerkt, ich kriege schon für meine Arbeit mehr Respekt in dem Moment. Und ich nehme auch für euch sind Reaktionen. Ja, es hat recht etwas ausgelöst. 20 Mal höher gesehen. Ja, es hat recht etwas ausgelöst. Ich finde, es war wichtig. Das stimmt, wie du sagst, es hat viele Kollegen gegeben, Berufskollegen, die gesagt haben, oder auch aus dem Managementbereich oder wo einfach aus der Unterhaltungsbranche, aus der Künstlerbranche, wo gesagt haben, hey, so geil. Ist das mal ein bisschen aufgezeigt worden, was dahinter kann stecken kann. Oder der Druck, den man mit... Aber also ich kann den nicht schauen, den Druck. Wirklich? Nein. Das war eine der schwärzesten Zeiten in meinem Leben, muss man wirklich sagen. Weißt du, von der Psyche her kommt, glaube ich, auch ein bisschen über im Doc. Das sind ja die spannendsten Sachen zum sehen. Ja, natürlich. Aber zum selber dann erleben. Nein, das war fast so schlimm gewesen. Wieso war es so eine schlimme Zeit gewesen? Wir haben Selbstvertrauen verloren, Johnny und ich. In uns als Duo und jeder in sich selber und ins Gegenüber vor allem auch. Weil wir vielleicht irgendwie ein Jahr lang weg sind. Ich weiß es nicht. Hey, schlimm. Da finde ich eh, manchmal sind der Johnny und ich so, da dürften wir selbst sicherer sein. Wir sind sehr zweifelnd und hinterfragend, auch nach 20 Jahren. Grossem Erfolg eigentlich. Ist sicher auch eine gesunde Haltung. Absolut. Aber ich merke heute, also jetzt ist recht etwas gegangen, so in den letzten 4 Jahren, seit Sabbatical läuft. Und das Programm, wo ich vor allem so Zweifel daran habe im Schreibprozess, dass das wieder anknüpfen kann an den restlichen Programm, ist unser Beste geworden eigentlich, so ein bisschen, habe ich das Gefühl von der Resonanz her. Und jetzt ist schon etwas gegangen. Also wir haben vor, wieder eine neue Show zu schreiben und ich merke, wie wir schon ganz anders dran gehen. Ja. Selbstsicherer und freudiger. Ich habe mir immer gedacht, wenn man einen Bühnenpartner hat, dann hilft einem das, weil eben wenn einmal down ist, dann kann der andere auflöpfen. Aber was wahrscheinlich nicht hilft, ist, wenn beide down sind, weil dann geht es noch mehr an. Ja, das gibt, aber in dem Moment hat es bei uns tatsächlich sehr selten gegeben. Bis jetzt. Meistens haben wir uns schön können abwechseln. Aber das ist menschlich, letztendlich. Also. Ja. Egal auch in anderen Jobs, wenn du vor einer krassen Herausforderung stehst, wo du einfach das Gefühl hast, jetzt wächst dir alles über den Grind. Dann kommst du Panik. Also je nach Stärke von der Psyche. Ich bin eigentlich sonst relativ ein stabiler Mensch, glaube ich, aber das hat mir richtig abgerissen. Die Angst, auch eine existenzielle Angst natürlich dann aufkommen. Wenn du einfach wirklich über Wochen, wenn nicht sogar Monate, sind es glaube ich, spürst und das Vertrauen verlierst, in das, was du eigentlich in den letzten Jahren dein Leben finanziert hast damit. Ja, yeah, ja. Yeah. Dass das jetzt... Ja, du hast, ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, das scheitert. Das wird scheitern. Und in der Karriere von der glorreichen Divertimento geht es zu Ende. Das ist noch krass, ja. Dann schläfst du nicht mehr gut. Und dann isst du nicht mehr viel. Und hast du das gehabt, bevor du euch ans Programm gemacht hast, oder hast du das während dem Programm gekriegt? Während dem Programm schreiben erst. Lustigerweise. Okay. Ja. Wir sind aus dem Pausejahr gekommen, eigentlich erholt und sehr genährt von neuen Eindrücken und ready. Und dann vielleicht haben wir auch unterschiedliche Vorstellungen gehabt, wie dran angehen.
Jetzt ich habe gewisse Ideen schon mitgenommen und die haben aber dann ihren Platz nicht gefunden und umgekehrt vielleicht auch. Und, ja. Ist natürlich auch komisch, wenn du quasi den Rhythmus verlierst, weil du ja wirklich genau. Ein Jahr Pause gemacht hast. Allein jetzt, wie viel hörst du das? Nicht nur aus darstellenden Künsten, sondern grundsätzlich von Menschen im ganz normalen Leben, wo jetzt nach der Corona-Krise mega Mühe haben, Dritte zurückzufinden. Ja, ja, ja. Wieder so einen Antrieb zu kriegen. Alle, die im Homeoffice waren, jetzt monatelang wieder zurück. Und das habe ich auch gehört. Und das ist vielleicht auch im Künstlerischen, wenn du konstant dran bist, spielst, abgespielt, neues Programm, weiter geht's. Und danach machst du irgendwann so eine Pause. Ja, also das ist bei uns sicher ein Stolperstein gewesen. Das Lachen und das Klatschen der Leute ist dann plötzlich hure weit weg, weißt du? Ja. Aber es ist ja alles gut gekommen, letztendlich. Das ist aber auch jetzt ein bisschen der Fall, weil bei euch, eben aufgrund von der grossen Zuschauerzahlen, ist die Corona-bedingte Pause nochmal deutlich länger als bei unsererseits, wo zum Teil schon Sommershows gespielt haben, irgendwie da halt vor irgendwelchen Scheibenwischern. Und hast du das einmal gemacht? Autoshow? Ohne Scheiß, ich bin für drei geplant gesehen und sind alle noch auseinandergefallen. Ah ja? Ja. Also hat nicht stattgefunden? Nein. Also hast du es nie gemacht? Bist ich nie schlussendlich habe ich es nie gemacht. Ich hatte die anderen Sommershows mit so hier Abstand und dort und so. Aber effektiv so eine Autoshow habe ich jetzt nicht gehabt. Nein. Okay, ja, wir auch nicht. Wir haben ja auch 2-3 Anfragen gehabt. Yeah. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, vor Autos spielen. Ich habe gehört, wie Europax zum Beispiel damit umgegangen sind und dann halt wirklich eine Autoshow gemacht haben. Ja, die sind aber auch wirklich die Leute rein und zu den Autos. Und so zum Beispiel, der Thomas hat mir erzählt, dass sie irgendwie einen Wettbewerb gemacht haben, welches Auto am meisten, am geilsten schaukelt. Nein. Und dann hat so eine alte Döschwo gewonnen. Weißt du, so geil, weil dann haben die in dem Döschwo haben sich so auf rütteln und dann hat sie wirklich, alle sind verreckt verlacht, weil dann öfter ein Auto gesehen ist, war einfach so. Ja, aber da sind die zwei natürlich schon einfach auch so unglaublich speziell. Yeah. Also das bewundere ich an diesen zwei Typen so krass, wie die null Hemmung haben, einfach ins Blaue raus zu improvisieren. Das ist so beeindruckend. Ja, und vor allem so den ganzen Shows entstehen. Ey. Das finde ich Wahnsinn. Also bei denen, wir kennen uns gut, menschlich erstens mal einfach so coole Sachen. Und dann künstlerisch bewundere ich sie halt auch extrem. Ja. Extrem. So, aber sie gehören glaube schon zu denen. Man liebt sie oder man findet sie sehr doof. Weil es halt ziemlich eigenartig sind. Ich habe es früher wirklich hauptsächlich nicht verstanden. Wirklich als Goof, oder? Ja. Das ist mir aufs Hoch gesehen. Ja. Bin nicht rausgekommen mit all diesen 100 Wortspielen. Genau. Und vor allem, weil es auf tack, tack, ja, es ist eine richtige Geschwindigkeit. Es hat ein Tempo. Also so oberfüllend merke ich, wie mein ADS-Hirn nach einer Stunde. Also ich finde es mega geil, aber nach einer Stunde bin ich wirklich so. Ja, das stimmt. Können Sie mal 5 Minuten auf da stehen? Ja, das stimmt. Oder ich habe mich auch schon ertappt bei Ihnen, weil man gerade wegen der Wortspielgeschwindigkeit so muss dranbleiben, dass man das Lachen ein bisschen vergisst. Das ist mir auch schon passiert. Mhm. Und beim Massimo Rocchi ist es mir auch schon passiert, weil man einfach auch gut muss hören muss, wegen dem Akzent und so. Ja. Dass ich dann vor lauter... Aber ich finde es eigentlich sehr lustig, was sie erzählen. Aber der Massimo tut es immer wieder mal auffedern mit einer Pantomime-Nummer oder so. Wo du einfach so ein bisschen schnell kannst Pause machen. Das stimmt. Ich meine, auch der Marco hat immer noch einen Song dazwischen. Ja. Damit schnell durchschnaufen. Genau, damit du schnell durchschnaufst. So. Weil sonst bist du einfach so... Und ich glaube, was auch immer hilft, zum Beispiel bei euch, ist dass immer nach 5, 10, 15 Minuten ein neues Setting wieder kommt. Ja. Neue Film. Genau, wo auch dem Hirn hilft, wieder zu resetten. Absolut. Weil sonst bist du eben irgendwann bist du völlig gefangen in dem... Ich habe es gerade letztens im Fall auch mit jemandem, gerade vor 3 Tagen, mit jemandem davon gehabt, als Komiker auch einen Ruhemoment zulassen auf der Bühne. Ja. Das finde ich so ein geiles Stilmittel. Mhm. Haben wir uns lang sehr schwer da, Johnny und ich. Einfach wirklich Stille. Wenn es nur 3-4 Sekunden sind. Yeah. Also vom Timing her ist es ja eh mega wertvoll, gewisse Pausen. Aber einfach wirklich richtig runterfahren. Yeah. Das finde ich so ein geiles Stilmittel.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist das, was immer am spätesten kommt in der Entwicklung von Comedy. Ja. Das, einerseits die innere Ruhe, ja. Also am Anfang bist du ja völlig so, shit, und immer das Gefühl, du musst dich immer bewegen. Ja. Ganz schlimm. Also wenn ich halt die Aufnahme von mir schaue, wo entweder laufe auf der Bühne links und rechts, wenn sie genug groß ist, oder wenn sie klein ist, das hat mir der Mike Müller in einer Mail geschrieben, er hat gesagt, du machst immer den gleichen Sternschritt. Ah ja, so geil. Wirklich so, wie im Basketball, man hat immer so fast so eine halbe Jive-Step oder so. Ja, so gut, das ist voll drin. Tack, tack, tack. Ein Sound würdest du dazu laufen lassen, wäre es ein verdammt geiler Move. Nein, das kann ich sofort. Und das fährt dort an und danach geht es irgendwann weiter zu... die Ruhe kriegen, eben auch mit, es muss nicht überall ein Lachen sein oder etwas passieren, sondern gerade eben meistens vor dem Lachen, einerseits beim Timing noch ein bisschen mehr die Pause zu lassen und andererseits, es gibt einen Unterschied, wo ich auch vor vielleicht 2-3 Jahren gelernt habe, Timing und Pacing. Pacing? Das sind eben verschiedene Sachen. Und das Timing ist wirklich einfach, wie bringe ich den Joke, dass er den grössten Lacher kriegt. Rhythmisierung von der Wortwahl und allem. Timing lernst du zum Beispiel mega gut, wenn du Komödie spielst oder eben so Sachen, weil einfach, du hast dort den Text und du merkst einfach, nachdem du ihn 40 Mal gebracht hast, wenn ich dort noch ein bisschen länger warte. Und dort noch, das ist Timing. Und Pacing ist eben mehr so ein grundsätzlicher Rhythmus, wo du an den Tag legst. Über den ganzen Abend jetzt? Über den ganzen Abend und eben auch in den Sachen, die nicht auf Lachen definiert sind. Dass eben auch dort man mal etwas länger stehen lässt. Okay. Weil vielleicht ist die Info ja dann mega wichtig für später. Und also einfach so ein grundsätzliches, eben nicht immer überfordern. Ja. So. Ah, ja, ey. Und das finde ich recht Pacing. Krass. Ja, Pacing. Also Pausing habe ich halt auch noch gerne. Pausing ist... Ich habe das wirklich, wie hast du das? Ich meine, du und deine Stand-up-Kollegen spielen zum Teil, also wenn nicht gerade Corona Scheißzeit ist, in krassen Kategorien. Also weißt du, viele Auftritte nicht. Ja, also ich glaube, die spielen mehr. Weil die spielen ja dann irgendwie. Aber wir machen hure viel Pausing. Ja, dazwischen. So. Ja. Wir haben immer so 3-4 Wochen Blöcke. Ja. Und dann machen wir wieder 10 Tage oder 2 Wochen. Mm. Das finde ich eben von der Energie her. Ja, das ist... Hure cool, wenn man es sich erlauben oder leisten kann. Ist logischerweise irgendwann das Endziel, klar. Genau. Aber eben auch unabhängig von Corona, ich bin eh einer, der immer spielen will. Nur hure Energie, ja. Wenn und wo, völlig egal. Oft auch wie viel egal. Ja, aber das bewundere ich im Fall. Das ist schön, aber... Es ist also ein bisschen notgedrungen, weil einfach, ja, ich mache das jetzt. Und es gibt eigentlich immer irgendeinen Ort, wo ich danach Solo spiele, wo ich sage, es bringt es vielleicht auch, dass dann an dem oben 5 Leute sagen, geil, da gehe ich mal Solo schauen. Genau. Also es kommt irgendwie alles zusammen. Es gibt dann aber natürlich auch den Gegenpunkt, der sagt, warum sollte ich da jetzt Solo schauen, weil ich habe jetzt schon 25 Minuten gesehen. Schon, hä? Also ich weiß dort selber noch nicht, was die richtige Lösung ist. Ich habe das Gefühl, momentan ist es nicht schlecht, wenn ich eben möglichst viel spiele. Und so alles wie möglich. Weil eben, also die haben es auch gezeigt, 6 Jahre lang alles gespielt. Und du baust dir halt viel längerfristig, aber du baust dir halt ein Publikum auf. Genau. Weil ich immer noch denke, die stärkste Währung ist trotzdem, wenn jemand dich mal live gesehen hat und gut gefunden hat. Das kannst du nicht ersetzen. Ja, egal wie oft du irgendwie am Fernsehen und am Radio und in Internetclips gesehen bist. Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau. Wenn dich jemand wirklich geil gefunden hat, live, kommt irgendwann wieder. Glaub vielleicht auch erst in 10 Jahren, aber kommt irgendwann wieder. Ja, nein, es braucht mal. Aber eben, bei uns waren es 6 Jahre. Schmerinskis früher, das war auch für uns interessant. Gewesen. Oder Marco Cello, das waren so unsere prägenden Vorbilder gewesen, oder Inspirationen. Die haben auch erzählt. Die haben 10 Jahre gehabt, bis dann wirklich... Genau. Also, es braucht Geduld. Ja. Yeah. Aber darum finde ich jetzt gerade deine Haltung absolut richtig. Spielen. Ja, und wenn du dann irgendwann kannst, dann sagst du aber vielleicht eher, jetzt die Woche machen wir vielleicht mal 3 Tage Pause. Eben, dann ist eine Energiefrage. Ja, aber
gell, ich sehe, den Aufwand sehe ich nicht unbedingt im Spiel an sich, sondern halt im Umreisen. Mhm. Ich sehe ihn eher dort. Mhm. Also weißt du, okay. Auch zum Beispiel bei einer Gala-Anfrage sagen wir immer, also ob ich jetzt 20 oder 40, 45 Minuten spiele oder was weiß ich, das ist völlig egal. Ja. Sondern der Aufwand ist da hinfahren, das Zeug aufbauen, bla bla. Und darum ist es eher so, das merke ich dann schon, ich gehe für eine Mixed Show oder ein Open Mic, fahre ich an einem Tag 3 Stunden hin und her, weißt? Und dort trittst du dann nicht oberfüllend auf, sondern dort machst du dann 10 Minuten, 15 Minuten. So. Und das ist natürlich schon das, was man immer so ein bisschen bewundert an mittlerweile auch Berlin, aber vor allem New York oder so, weißt, wo du hörst, wie Leute 11 Mal an einem oben können spielen. Das heisst, die haben 10 Minuten dort, 10 Minuten dort. Das ist schon krass. Und dass halt einfach an einem oben du eine 10-minütige Nummer kannst zur Perfektion feilen. Mhm. Weil du gehst mit einer Idee ja, klar. Beim ersten Club rein, du hast das mal völlig roh improvisiert drauf. Und dann kannst du auf dem Weg zum nächsten kannst du dir überlegen, okay, das ist nicht gut gewesen, das ist nicht gut gewesen. Ich tue das jetzt gerade ändern. Ich habe auch das Gefühl, dass das in der Schweiz es geholfen hat, wenn man eben nicht so viel Auftritt hat, dass man sich mehr, mehr darauf vorbereitet. Und vielleicht ein bisschen seriöser und tiefgründiger darauf vorbereitet, das stimmt. Und sich mehr Mühe gibt, in Anführungs- und Schlussstrich. Das andere kannst du halt ein bisschen verheizen, oder? Weil das habe ich gemerkt, als ich das erste Mal Quatsch gespielt habe. Das war irgendwie gewesen, so zwischen Weihnachten und Neujahr, spielst 9 Mal in 7 Tagen. Und Auftritt 5 und 6 oder so, das ist dann schon fast anschlucht. Ja, weißt du, es ist dann so ein bisschen automatisch. Und dann wird es dir wieder bewusst und sagst, nein, das darf nicht passieren. Nur weil ich jetzt dann noch 4 Mal das gleiche spiele, heisst es nicht, locker, oder? Das stimmt. Und da habe ich mir gedacht, so in der Schweiz hat es zum Beispiel mir geholfen, dass ich gerade mit einem Solo habe mir anfangen, weil dann ist einfach, das muss jetzt halt irgendwie verheben. Ja, ja. Finde ich richtig, finde ich den richtigen Ansatz. Mega schnell an Änderungen anzusetzen. Aber das finde ich letztendlich auch ein sehr spannender Prozess in unserem Beruf. Mhm. Dass halt du wirklich im Idealfall eine Nummer oder ein ganzes Programm mehrere Mal spielst, möglichst viel, und an dem kannst du arbeiten. Das finde ich so, also eben auch bei uns, nach 200 Shows, tun wir noch Zeug anpassen, ausprobieren und. Es muss ja so ein spannender Prozess. Sonst wird es ja langweilig, oder? Ja, ich glaube dann sowieso auch noch, ja. Aber schon nur am Anfang, wenn du frisch loslässt, musst du dann einfach vor allem auch mal ein bisschen aussortieren, was nicht, alles nicht funktioniert. Das ist weniger lustig, aber gleich auch spannend. Ja. Und was ich vorhin noch will sagen, wo wir es davon hatten, eben geil ist, wenn du irgendwo so ein bisschen den Gap geschafft hast von der ewigen Gala-Auftritt, wo zwar, finde ich, auch recht gut kannst Geld verdienen. Mhm. Ja, es gibt ja viel, die sich auf das spezialisieren. Genau, also ich kennst du nicht einmal? Kannst du den Namen sagen? Ja, genau. Niemand kennt sie? Also, es gibt so viele, die Gala-Unterhalter, Bauchredner, weiss ich gar was alles. Gibt es wirklich viele, auch gute. Ja. Und die haben sich auf das spezialisiert. Und dann aber gleich eben, schaffst du sich, sag jetzt mal, der Mittermeier hat es wahrscheinlich auch ähnlich erlebt. Oder Ursus und Adeschkin, wo ja wirklich auch die Zähl schön fühlen. Und der Mittermeier wie Ursus und Adeschkin haben ja dann irgendwie als gestandene Berufskomiker, aber das ist der Schritt gewagt eben auf New York. Oder? Der Mittermeier ist auf New York in den kleinen Clubs vor 5 Leuten wieder spielen. Yeah. Hat er vielleicht auch erzählt. Das bewundere ich unheimlich, dass man dann wieder back to the roots kann gehen kann, wo eigentlich Horror gewesen sind. Ursus und Adeschkin habe ich einen Doc gesehen, letzte, was auf Edinburgh, was in Schottland, glaube ich, die Comedy und auch wieder vor leeren Rängen spielen. Fringe, ja. Das finde ich uren krass. Das finde ich uren krass. Das aber zeugt von einem Drang, von einer Neugier, sich selber zu formen, kennenzulernen. Ja, oder? Und ich glaube, das erdet auch immer. Also eben darum romantisiere ich wahrscheinlich auch die Auftritte, die nicht so gut laufen. Ja. Also natürlich war das auch bei mir immer wie weniger. Mhm. Aber eben, sie gibt es noch. Aber es gibt es. Ja. Und das darf man auch nicht wegschwätzen, weil auch dort gibt es ein Stigma von Leuten, weißt, wo
gerade Comedy halt eben so viel muss zusammenpassen, damit es funktioniert. Und der Komiker ist ein Teil davon, aber nicht nur. Nein, absolut nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass das Leute verstehen, weil in einem Pub, wo hinten noch der Boxautomat die ganze Zeit bedient wird. Dartscheiben laufen. Und Musik noch läuft und so, wird es schwieriger. Nein. Das ist nicht mir passiert, das ist im Frank passiert. Aber tatsächlich. Und zwar, hinten hat es noch irgendetwas, ich weiß nicht, was noch hinten gesehen ist. Auf jeden Fall hat es irgendwann noch einen Raum gehabt, wo halt immer die Leute auch noch durchlaufen mussten. Das heißt, sie sind immer noch vor der Bühne durchgelaufen. Nein. Dann ist immer der Boxautomat gelaufen. Danach hat er mal mit irgendjemandem geschwätzt. Die Person hat dann irgendwie so Aufmerksamkeit, die einfach fehlt. Genau. Und jemand sagt dann, nein, versteht ihn nicht. Und also so, dass man eben dass die Leute checken, das gibt es halt auch, oder? Und die erden einem auch. Weil ich denke dann eben, Musiker, wenn du 20 Jahre lang einfach mit ein paar Hits kannst rausstehen und dein Zeugs abnudeln und die Menschen machen immer, ah, das habe ich so krass gefunden bei dieser Robbie Williams-Doku, wenn einfach bei einer Stadiontournee, wo immer mindestens 40.000 bis 60.000 Leute hat, dass er nach irgendwie 40 Shows genau eine toll gefunden hat. Weißt? So krass. Also, weil du wirst dann irgendwann so selbstzerstörerisch so zynisch und oh. Und ich glaube, gerade in der Comedy braucht es dann einfach so, dass es dann eben auch, also das höre ich auch eben von wahnsinnig erfolgreich, es ist ja dann egal, wie viele Menschen in einem Raum sind, du kannst vor 3000 Leuten spielen und es gibt trotzdem einen oben, wo du sagst, ja natürlich, ja, es kann sogar je mehr Leute noch viel krasser überkommen dann, also wenn Johnny und ich eine schwierige Show haben in der Samsung Hall, dann fährt das recht ein. Also wenn du dort findest, der Funke springt nicht. Ja. Ich will nicht sagen, es ist schlimmer. Im kleinen Theater vor 10 Leuten und der Funke springt nicht, ist auch sehr unangenehm. Aber ja, es spielt keine Rolle, wie viele Leute, letztendlich. Also ja, haben wir auch schon erlebt. Was wir gefunden haben, jetzt heute hat irgendwie der Funke nicht gesprungen. Und das eben, ich habe das Gefühl, das artet dann auch wieder. Also das bringt einem dann eben wieder also zum Boden von der Tatsache. Also, ja. Du bist nicht der ewige Held, sondern gibt es auch eben. Und eben Aufmerksamkeit. Also vor allem mit eben euren Galas und so unterwegs bist mir auch damals. Wenn die Aufmerksamkeit fehlt. Caterpillar haben wir mal Firmen-Weihnachtsessen gespielt, das weiss ich noch ganz gut. Steffi Berger hat moderiert und wir haben den Comedy-Act gemacht. Und ich weiß nicht, wie blöd das man sein kann als Veranstalter, dass man während dem Comedy Act gleichzeitig das Vorspeisenbuffet eröffnet. Die Hälfte der Leute sind am Buffet am Salatschöpfen gewesen und wir haben unseren ersten Einsatz gehabt. Horror. Das sind Horrormomente natürlich. Das ist so. Und dort noch ganz schnell, dort ist auch kein Weiss so genau. In einer alten, ich glaube in einer Tennishalle ist es gewesen. Bin nicht sicher. Auch gut. Ja, schön. Auf jeden Fall haben wir hinten sehr wenig Licht gehabt bei unseren Requisiten. Ein paar Kopfdeckel, sehr wenig Licht. Und ich habe da irgendwie so Steckerlisten gesehen rumliegen und habe gefunden, da hat es noch eine Lampe, die nicht brennt. Und dann wollte ich irgendetwas umstecken. Und ich habe einen Stecker rausgezogen. Und die Beamer-Präsentation auf der Bühne ist weg gewesen. Nein. Wo gerade der Firmenchef irgendwie am Referieren war über... So schlimm. Scheiße. Sie waren wirklich dann ziemlich schnell wieder da gewesen. Leck, mir ist das peinlich gewesen. Aber wir haben es niemandem erzählt. Gar nicht? Nein. Stromausfall kann passieren. Stromausfall kann immer passieren. Scheiße. Ja. Und dann hast du noch spielen. Dann haben wir, glaube ich, noch einen zweiten Teil gehabt. Das finde ich immer. Das haben wir nie gerne gemacht, in zwei Teilen spielen an einem Firmen-Event. Kategorisch abgelehnt. Gell? Ja. Yeah. Wir haben dann mit der Zeit, dann auch, wir haben lange, mit Johnny und ich haben immer, jahrelang immer so allem Ja und Amen gesagt. Darum haben wir ganz viel Scheiß mit uns machen lassen. Aber das haben wir gleich mal dann auch gefunden. Nein, komm, ein Block. Man kann es den Leuten mal gut erklären. Also wirklich, es fängt dort an, vor allem wenn es irgendwie heisst, ja, wir haben noch nie Comedy gehabt an unserem Weihnachtsessen. Und wir wollen es jetzt mal ausprobieren. Und wir haben uns überlegt, wir machen 5 Teile an 10 Minuten. Wir wollen es ja schön verteilen über den Abend. Es muss ja schön rhythmisiert sein, das Fest. Beim Apero. Und dann, wenn der Hauptgang serviert wird, wieder ein Teil. Und so. Also dann fängst du ja klar. Du sagst, nein, 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 nein. Und zwar wirklich einfach,
die Aufmerksamkeit kriegen. Genau. Und du kannst bei Teil 1 absolut rissen. Es kann abgehen, dass du das Gefühl hast, oh, das ist ja besser, als wenn ich Solo spiele. Und das kann dann eine halbe Stunde später, nachdem sie den Hauptgang hatten, oder was weiß ich, und du musst nochmal einen Teil spielen, kann das alles weg sein. Und die Erwartungshaltung kann dann riesig sein, weil sie das Gefühl haben, der hat ja so gerissen, das muss jetzt dann nochmal mega geil sein. Oder umgekehrt. Und einfach die Aufmerksamkeitsspanne, vor allem bei so einem Event, ist einfach einmal volle Aufmerksamkeit und dann klar. Ist aber auch gut. Ja. Und darum eben nicht irgendwie, nein, wir spielen nicht eine Stunde, nein, eineinhalb. Ja, oder eben zwischen Vorspeise und Hauptgang und dann aber zwischen Hauptgang und Dessert noch ein zweites Blöckchen. Genau. Das fragen so viele, wenn das. Ja, ja. Außer, habe ich auch schon gehabt, dort haben die sicher auch mal gespielt, weil das ist, die machen das seit 20 Jahren so. Ja, irgendjemand im Zürichbiet, wunderschönes Restaurant. Mit so einem Eventsaal, wo es richtig eine Bühne hat, mit Vorhang, also wirklich Theatersituation. Mhm. Und die sagen, wir machen zwei Teile, weil wir machen das seit 20 Jahren so. Und wir haben jedes Jahr immer einen Comedy-Act und Menschen kennen das. Dann sagst du, ja, logisch. Ja, dann ist es etwas anderes. Weil, ja. Eben, dort Tradition. Ist es allen klar. Ja. Aber wenn du im Restaurant zwischen zwei Tischen irgendwie einmal muss spielen und nachher nochmal, während die Hälfte draußen am Rauchen ist und dann sicher nicht, nein. Genau, dann das ist es. Definitiv nicht. Aber Licht, das hast du vorhin gesagt, ist ja auch ein Wahnsinnsthema. Da sind sich die Leute auch nicht bewusst, dass man jemanden noch muss sehen muss, damit es funktioniert. Hm. Aber wenn du sagst, dass du jetzt in einem anderen Groove sind, wie wir das Sabbatical erarbeitet haben, und jetzt eben die Corona-Pause noch gesehen ist, momentan ist der Plan, im Oktober wieder anzufahren. Mhm. Immer noch der Plan? Ja. Und was hast du das Gefühl, wird es wirklich passieren oder nicht? Ich glaube schon. Ja. Wenn jetzt nicht die krasse zweite Welle kommt. Ja. Ja. Mit der Pandemie, dann sollten wir können spielen. Eben, wir haben jetzt ein bisschen geschaut, wie sie gestartet sind, im Knie zum Beispiel, weißt du. Mhm. Das funktioniert so gut. Das funktioniert scheinbar gut. Ja. Wobei, eben, sie füllen jetzt, glaube ich, nicht mal, was ist es? Bis 1000 machen sie. 1000? Ja. Yeah. Und eigentlich hätte es, glaube ich, 2500. Genau. Also sie zahlen scheinbar, habe ich jetzt heute gerade ein Mail bekommen von Ursus und Deschkin, was ein bisschen aufrufen, können wir schauen. Ja. Yeah. Weil sie legen, glaube ich, immer noch, also sie legen jeden Abend drauf. Mhm. Und ja, das, dann kann die Show, auch wenn sie funktioniert, ist wirtschaftlich nicht gut. Das machen fast alle momentan. Ja. Und eben, jetzt in dem Fall ist ja die Pause bei euch. Kommt der sich wieder? Die Fliege ist lang weg. Ja. Eben, die Pause ist bei euch jetzt zwangsmässig noch länger gesehen. 7 Monate. Und im Gegensatz zu Sabbatical, wo du gesagt hast, wir machen jetzt eine Pause, genau, ist eine Zwangspause gesehen. Hast du irgendwann... Ich habe es nicht vermisst während der Pause und als ich dann wieder auf die Bühne bin, habe ich gemerkt, ah, ich habe es doch vermisst. So. Das Spielen. Ja. Hast du schon so ein richtiges Vermissen in dir momentan? Ja. Schon? Doch. Ich sage jetzt mal, ich arbeite gerne auf der Bühne mit dem Johnny, aber ich habe auch gerne Breaks, sprich Familie geniessen oder meine Hobbys nachgehen natürlich, Musik machen, wo ich immer das Gefühl habe, es kommt zu kurz. Darum habe ich eigentlich gerne längere Pausen und vermisse es dann aber recht lange nicht. Und auch damals, jetzt da mit dem Corona, im Sommer ist es so 3 Monate gegangen, 4 Monate vielleicht, wo ich es eigentlich überhaupt nicht vermisst habe. Jeden Abend auch umreisen, das vermisse ich als allerletztes natürlich. Ja. Immer im Stau hocken und ich liebe mein Team, aber immer mit den gleichen Köpfen nachfressen vor der Show. Nein, das ist so ein bisschen, da denkst du manchmal, oh, ich könnte in dieser Zeit die Heim gescheiter machen natürlich. Und dann doch so nach 4 Monaten habe ich richtig, also vor allem, weil ich auch merke, dass Menschen draußen auch nicht mehr Gelegenheit haben, das zu konsumieren. Ich vermisse auch selber, an Konzerte zu gehen, extrem. Ja. Also ich merke, glaube ich, einfach auch der Psyche von der Gesellschaft tut es gut, wenn man wieder endlich an Anlässe gehen kann.
Wir können zur Zeit an Anlässe gehen, aber es ist halt alles so unter diesen komischen Umständen. Es ist noch nicht der gleiche Groove. Nein, vor allem, was wirklich komisch ist, ist, dass meiner Meinung nach gibt es zwei Sorten von Leuten und ich verstand beide Seiten. Ich will gehen. Jo, jetzt hast du recht wieder. Ich will nicht gehen. Mhm. Beides völlig verständlich. Ja, völlig. Ja. Darfst du niemandem übel nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass aufgrund von gewissen Massnahmen in einem Theater, in einem Konzertsaal, was weiß ich, die Leute, die nicht kommen wollen, sagen, ah, unter diesen Umständen komme ich trotzdem. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die kommen wollen, die wollen einfach kommen. Ja. Und die nicht kommen wollen, die kommen sowieso nicht. Das stimmt. Glaube ich auch. Und das finde ich so ein bisschen, das finde ich momentan recht schwierig. Mhm. Weil es ist dann halt auch so, lese ich dann, wenn irgendjemand eben einen Post macht und sagt, ich spiele dort und dort. Und die Vorschriften können eingehalten werden. Und es ist mittlerweile normal. Also, ja. Du musst das gar nicht schreiben. Ja, das stimmt eigentlich. Aber es packt viele Leute nicht. Ja, ja. Es packt viele Leute nicht. Das finde ich momentan so ein bisschen komisch. Weil, einfach meine persönliche Erfahrung, bei euch werden nicht mehr gleich viele Menschen kommen. Es wird auch dort geben, die noch nicht parat sind. Ja. Denke ich. Es wird auf die Masse, die wir ein Billett verkauft haben, dann ein kleiner Teil sein. Aber ich glaube, es wird Leute geben, die das Billett vielleicht dann doch zurückgeben. Haben Sie Ticketdruck oben gehabt schon? Ticket? Rückgabe. Also wenig scheinbar, laut Büro. Okay. Sehr wenig. Die warten alle auf das Verschiebungsdatum. Voilà. Aber jetzt, man muss so sagen, jetzt fangen wir ja eh eine Tour an zu spielen, die eh gewesen wäre. Das sind jetzt alles noch keine Verschiebungsdaten. Mhm. Die sind alle erst im nächsten Frühling. Okay. Ich bin gespannt. Hast du auch ein bisschen Schiss, dass viele Leute das Billett zurückgeben? Aber in eurem Fall würde es dann sicher einen Abnehmer finden, der sagt, dann das ist die andere Hoffnung. Genau. Nehme ich es noch. Genau. So. Genau. Weil meine Erfahrung, also momentan kommen deutlich weniger Leute wie vorher, aber die kommen, die sind parat. Ja. Und dankbar und geil. Und happy. Geil. Darum freue ich mich wirklich seit zwei Monaten freue ich mich mega aufs Spielen wieder. Und auch es hat sich auch etwas angestellt in mir. Ja. Yeah. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein ADS bin, aber ich habe gerne Action. Genieße die Ruhe zuhause zum Teil auch extrem, wenn es zulässt, kindertechnisch. Nein, ich habe extrem gerne Ruhephasen. Aber ich merke, es hat sich jetzt etwas angestellt. Ich will blöd tun. Ich will Zähne rauslassen. Ich habe es jetzt mit der Musik ein bisschen ausgelebt in diesen Monaten, mit der Band. Aber es ist nicht das Gleiche. Tut auch gut. Yeah. Aber so, nein, einfach das Kind im Mann wieder rauslassen. Ich freue mich. Ich habe das gemerkt, als ich das erste Mal Christoph Spreit. Schau, sieht man das nicht. Der Mann der Technik kämpft mit einem Spray gegen die Fliegen, die vorher rumgeflogen ist. Hast du es geschafft? Schön. Ist sie Kate? Ist sie abgestürzt? Nein, was ich gemerkt habe, ist, als ich das allererste Mal wieder raus bin, wo wir eben so wieder die Restaurants sind wieder offen gesehen unter speziellen Bedingungen, was weiß ich. Und da bin ich mit zwei Freunden, sie haben mir bei einer Terrasseneröffnung gesehen, weißt du, so Dachterrasse, etwas getrunken dort. Und nachher sind wir noch bei der Bar etwas getrunken. Und dann habe ich mit dem Kellner gemerkt, wie ich auf einmal mega in Performance-Modus komme. Weil einfach mal ein Fremder da steht und vor allem ein bisschen weiter weg zwei gesessen sind, wo ich so das Gefühl hatte, die haben mich irgendwie erkannt und hören zu. Und dann habe ich auf einmal mega performt. Und ich bin sonst überhaupt nicht der Typ, der sich in Szene setzt im Privat. Und dann habe ich so gemerkt, scheiße, das sind jetzt wirklich ein paar Monate vergangen, wo einfach so, Das ist doch schön. Das ist ein schönes Zeichen. Aber das ist für mich auch wieder der Beweis gesehen. Jetzt willst du wieder raus. Dass, oder? Ja, und vor allem, wenn ich Leute immer erzählt habe, dass bevor ich so die Outlets hatte, früher noch Fernsehen und mit der Zeit dann eben Bühne, bin ich privat unerträglich gewesen, weil ich immer so im vollen Performance-Modus gewesen bin. Und sehr schön. Und du bist ja so einer, der völlig entspannt ist privat und eben auf der Bühne dann voll rauslässt. Also bist du früher auch privat der Mega-Performer gewesen und hast dann... Ich war ein verdammt scheues Kind. Ja. Teenage-Alter hat es dann so langsam ein bisschen angefangen, dass ich gemerkt habe,
die Leute, meine Kollegen lachen noch schnell einmal ab mir. Aber eben nur, wenn du dich wohlgefühlt hast und ja, Kollegen... Ja, natürlich, natürlich. Nein, ich bin alles andere als irgendwie ein Klassenclown gewesen, mhm, oder irgendwie... Nein, das ist erst gekommen mit dem Johnny zusammen eigentlich. Meine Selbstsicherheit, meine, yeah, das Vertrauen in meine Performance-Qualität, sagen wir es mal so. Nein, ich bin dadurch... Nein, ich bin ruhig. Ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch. Also, das ist auch komisch. Das bin ich, nein, ruhig bin ich auch nicht. Aber ich kann wie beides einfach sehr gerne. Eben, aber, gerne du kannst auch abstellen. Ich kann aber auch voll abfahren. Yeah. Also ich liebe langweilige Wellness-Weekends mit meiner Frau. Also nicht, dass meine Frau langweilig wäre, aber weißt du, wo einfach nichts läuft, wo du flat ist und sie. Und Kinder weggegeben hast. Ja, ja. Genau. Nein, das habe ich, das liebe ich. Ich habe jetzt gerade das Privileg gehabt, ich habe den Adi Küpfer von ehemals Pagatello, Comedy A Cappella Gruppe, ein guter Freund von mir. Und wir haben viel zu wenig Zeit für unsere Freundschaft zu pflegen, weil wir beide kleine Kinder haben und er in Bern wohnt, ich da in Zürich. Und es ist einfach schwierig. Yeah. Aber wir schätzen einander extrem als Freunde und wir können über alles schnurren. Wir sind eigentlich wie zwei Frauen, wie so ein Drahtstand. Aber wir können über alles schnurren miteinander. Und das tut sehr gut, das fehlt uns immer ein bisschen. Und früher haben wir es einmal pro Monat geschafft, einen Abend zusammen zu verbringen. Und jetzt ist es irgendwie zwei Abende pro Jahr. Ja. Und jetzt haben wir aber, bin ich gerade eine Nacht bei ihm gewesen, zu Bern. Und wir haben eineinhalb Tage Zeit gehabt. Einfach wieder mal ohne Kind zusammen zu sein. Und das tut sehr gut. Und das ist aber auch, da gehen wir nicht Party machen. Kannst du im Moment ja eh nicht gross. Yeah. Da bist du zuhause oder in einer Bar sind wir noch gesessen und haben einfach geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt. Ich liebe actionlose Zeit und gleichzeitig vermisse ich sie dann gleich. Ja, yeah. Aber zum Beispiel, was ich mir schwer vorstelle, ist, dann machst du ein Wellness-Weekend mit der Frau und dann hockst du irgendwie in der Sauna und dann kommt der Erste rein und sagt, hey, ja. Bist doch, oder? Dass es passiert, meinst du? Yeah. Also, ja. Und vor allem, ob du dann kannst abschalten kannst? Ja, mal. Da wirklich? Bin ich, ja, früher... Nein, doch, da bin ich dann einfach ich. Und da sind die Leute manchmal auch ein bisschen vor den Kopf geschossen. Der ist ja auch langweilig. Oder so, weißt du? Nein, aber da haben Johnny und ich eh viel zu lang in Interviews, wie jetzt wir da sitzen zum Beispiel, lang das Gefühl gehabt, wir müssen immer lustig sein. Und immer... Boah. Das haben wir zum Glück... spart, aber gleich noch erlickt dann irgendwann einmal. Dass wenn das Mikrofon oder die Kamera läuft und kein Publikum da ist in dem Sinn wie vor einer Bühne, wir nicht immer müssen unterhalten und lustig sein, sondern dass das Gegenüber vielleicht auch interessiert, was steckt hinter einem Komiker für einen Mensch. Jo. Haben wir lange nicht geschnallt, ganz ehrlich. Und ich, wenn ich Podcasts schaue, Docs schauen, ich liebe zum Beispiel, früher dann habe ich noch DVDs gekauft, jetzt kann man es streamen oder auf YouTube schauen, das immer. Behind-the-Scenes-Material von grossen Bands, die auf Welttournee sind. Iron Maiden hat so einen geilen, zum Beispiel der Parkway Drive. Das liebe ich, zu sehen, was ist hinter dem, hinter der Performance, hinter der... Das finde ich fast spannender, als das vorne rauskommt eigentlich manchmal. Ich habe jetzt gerade wieder Dings geschaut. Conan O'Brien Can't Stop. Das ist eine Dokumentation, wo er zum Beispiel auch sagt, kann er nicht schauen, weil es auch in einer sehr, sehr schlimmen Phase von seinem Leben gesehen ist. Okay. Er hat seine riesige Fernsehshow verloren, in einem Streit mit dem Sender, ist durch das auch rechtlich, hat er keine Erlaubnis gehabt, in irgendeiner Art und Weise bei einer anderen Fernsehsendung oder was weiß ich. Also er hat eigentlich nicht dürfen in den Medien stattfinden für so und so viele Monate, damit er die Abfindung kriegt, bla bla bla. Okay. Außer Twitter. Das haben sie dort irgendwie noch nicht auf dem Schirm gehabt, in diesem Vertrag. Super! Und dann hat er dort immer so ein Tweet pro Tag rausgelassen. Und er ist auf eine Amerika-Tournee, irgendwie 45 Städte. Und logischerweise, USA ist nochmal ein anderer Groove mit dem Flieger und mit dem Nachtbus und Zeugs und Sachen. Und dann hat er so eine Mischung gemacht von einer Comedy-Rockabilly-Show. So, oder? Okay. Und er ist einerseits ist er völlig zerbrochen. Ich schicke das, sehr musst gerne. Du unbedingt schauen. Einerseits ist er völlig zerbrochen wegen dieser ganzen Geschichte, die passiert ist. Und andererseits braucht er halt eben die Bühne und ist mega happy, dass er auftreten kann und so. Und ist zum Teil dann auch eben unangenehme Sicht, weißt du? Und das ist, der es gefilmt hat, ist ein alter Schulkollege von ihm. Geil.
und hat darum wirklich oft alles gefilmt. Sehr nah dran, oder? Weil das ist ja dann vor allem bei gewissen so Dokumentationen hast du das Gefühl, ja, also es ist jetzt auf der Werbefilm. Es ist jetzt auf der Konzert/Werbefilm. Oder? Weil ja, es gibt ein Interview, wo so ein bisschen. Oh, ja, das stimmt. Ich habe mal einen schlechten Tag. Mehr nicht, oder? Und das ist wirklich zum Beispiel nach der allerersten Show, siehst du, wie die Kamera ihn sucht. Und alle sind super happy, irgendwie Backstage und am Feiern und so. Und das ist so hart. Dann findet er ihn in so einer scheiß Basenkamera, wo er wirklich wie so ein Häufchen Elend dort hockt. Boah. Und sagt, ja, es ist auf der Bühne schon geil gewesen, aber ich sehe noch so viele Fehler in dieser Show. Und, krass. Und ich finde es auch faszinierend, das zu sehen. Schaust du noch viel über Grenzen, Komiker? Weißt? Ja, ja. Also auch anderssprachige? Ja. Ich habe viel zu wenig. Ja. Und ich merke, wenn ich es dann mal mache, also es ist vielleicht auch ein Zeit, Zeit-Organisationsproblem, aber so inspirierend. Ich habe zu meiner Schande erst vor etwa einem halben Jahr James Corden entdeckt. Also, klar, es ist immer Geschmackssache. Aber nein, James Corden. Drehe ich ab, was der alles macht. Charlie und ich sind James Corden live geschaut. So ein geiler Sieg. Finde ich. Es ist absolut Musiktalent. Ja. Also, der hat ja früher ein Musical gespielt. Hast du das gewusst? Ja. Nein, soll der kann singen. Darum kann er noch singen und so. Nein, ja. Sorry. Das Einzige, was ich bei ihm schade finde, ist, dass, wo er noch in England war, ist er deutlich frecher gewesen. Und dann ist er halt auf... Schon brav geworden. Ja, er ist auf die USA. Eben, ich habe jetzt erst die USA-Zeit kennengelernt. Und dann ist es natürlich... Aber sie, wie er umgeht mit seiner rundlichen Figur und wie er das integriert. Ich finde, ich muss unheuren lachen. Unbedingt. Und ich muss unheuren lachen. Und vor allem, du musst unbedingt mehr so Sachen schauen. Ja, ja, definitiv. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Das also zum Beispiel auch, weil du gesagt hast, zum Beispiel Ursula Sonadeschkin oder Mittermeier, weißt, wo alles so abgebrochen haben, sozusagen, um eben wieder das ein bisschen zu spüren. Gad Elmaleh heisst er. Okay. Du wahrscheinlich erfolgreichste französische Komiker. Okay. Ja. Hat auch viel Vorwürfe gehabt in letzter Zeit, eben so wegen ein bisschen Diebstahl von anderen Komikern. Was? So Pointerklauen und Zeug und Sachen, ja. Ja, der hat fast eine Stunde hat er sich irgendwie zusammen geschustert von Amis und so, wo er eben auf Englisch angefangen hat. Okay. Weil der ist absoluter Megastar in Frankreich. Ja. Und eben siehst du, nein, da schaue ich zu wenig über Grenzen. Musst du nur mal eingehen, GAD, langt schon, G-A-D. Dann kommt er so. Und dann hat er gesagt, das Problem ist, ich kann in Frankreich, ich kann auf der Bühne stehen und ich kann machen, was ich will und die Leute drehen durch. Sie drehen komplett durch, weil das ist so ein intensives Fantum für das liebe die Schweiz und manchmal schätze ich es auch weniger. Die Schweiz ist in allem so ein bisschen, so wie 80%, weißt, das ist alles, alles ein bisschen reservierter. Total. Und dort rast er sich aus. Ja. Ja. Der kommt auf die Bühne und macht die erste Grimasse und die können nicht mehr. Und ja, das ist manchmal aber eine Frage, was ist gesünder? Eben. Frage ich mich manchmal. Und dann hat er eben gesagt, dass irgendwann verlierst du den Boden zu dir selber, weil du weißt gar nicht, das was passiert ist, eben dann schon was ist lustig, was ist nicht lustig. Wenn du so gehypt wirst. In der Schweiz wirst also, musst du etwas machen, dass du gehypt wirst. Mhm. Du bist vielleicht beliebt. Aber Hype ist etwas, was die Schweiz... Hype ist etwas, was in der Schweiz fast nicht geht. Nein. Eben wenn, dann eher bei Auswärtigen. Noch eher. Du machst es nie bei einem Schweizer. Nein, bei einem Schweizer sehr selten. Wenn der Felix Lobrecht kommt, dann hypest du von mir aus. Aber bei einem Schweizer sagst du so, nein. Finde ich manchmal schon auch schade. Ja. Das stimmt. Da darf man manchmal ein bisschen... Es ist eben... Ich, herzlicher. Es hat beides. Und darum ist dann der Gad auch auf New York in einem kleinen Comedy-Club gespielt. Und das Problem ist dann aber gesehen, dass alle Franzosen, die in New York gesehen sind, sie sind ihn einfach dort schauen. Das heisst, dann hat er das immer noch gehabt. Und darum ist er dann wirklich in so Mixed-Shows, wo er gewusst hat, da kommt jetzt niemand wegen mir. Und hat dann wieder von eben so quasi null auf angefangen. Ja. Zum das irgendwie noch... Einerseits, um es in der Muttersprache von Comedy zu machen. Und andererseits eben, zum auch wieder ein bisschen... Ein Gespür kriegen. Spannend. Nein, also eben, ich meine, da gibt es so viele Komiker, wo man nicht kennt, eben im Ausland natürlich. Yeah. Schottland, in Schott habe ich auch letztes Mal gesehen. Sensationell. Ja. Yeah. Ist krass. Oder ein guter Freund von mir ist mit einer Inderin geheiratet, lebt in Dubai. Und er hat mir letztes Jahr einen indischen super Komiker auch angegeben. Ja. Yeah. Das ist
grandios. Ja, für das ist zum Beispiel Netflix noch cool, weil ich schaue jetzt zum Teil sogar Sachen, wo ich die Sprache nicht habe, einfach mit Untertiteln. Sehr geil. Weil, sehr also, geil. Zum Beispiel, meine Freundin ist aus Rumänien. Mhm. Und rumänische. Und Rumänien hat riesige Stand-up-Szenen, ja. Wo ich irgendwann gesagt habe, gibt es eigentlich rumänische Stand-up? So. Und dann gibt es, ja, wow, die haben ja hunderttausende Millionen von Views und so. Und da du kannst mit Untertitel folgen? Nein, aber dort ist es sogar so gesehen, da habe ich keine Untertitel gehabt, da habe ich einen angeklickt und dann wird dir genau gleich gehen, du kriegst Gespür mit der Zeit. Ich sehe, wie der schwätzt, wie er sich bewegt und so. Und ich sage, das ist mega lustig. Okay. Ich verstand kein Wort. Aber du weißt, wie gut das ist. Ja. Und dann habe ich ihr geschickt und dann hat sie mir geschrieben, wow, das ist wirklich mega lustig. Hat sie ihn selber gekannt oder nicht? Nein, sie hat nicht gekannt. Nein. Sehr geil. Und hat dann wirklich können sagen, doch, das ist mega lustig. Ja. Und dann hat man dann so ein bisschen übersetzt und dann habe ich sie gesagt, es bringt mir gar nicht, wenn es übersetzt ist. Also weißt du, das interessiert mich dann fast nicht. Ja. Sondern ich sehe einfach gern Menschen auf der Bühne. Eben, wie, mit einer Ausstrahlung. Ja, mit wie sie sich bewegen, wie sie sich gern. Das langt mir dann schon. Und irgendwie, eben, leid das durch den Horizont weiter. Weißt du was, es geht in ein hure spannendes Thema rein, das ich mit dem Johnny immer wieder diskutiere. Ich finde, es gibt so viele Komiker, ob in der Schweiz oder auch in Deutschland, wo einen gewissen Namen haben, mhm. aber jetzt nie oben raus sind, oder? Mhm. Wenn ich aber ihre Geschichten, in ihren Geschichten folge, zuhöre, mhm. sackstark, mhm. oder? Also es gibt diverse Komiker, in der Schweiz oder auch im Ausland, wo ich für viel Geld glaube, denen ihre Skripte sofort wieder abkaufen. Mhm. Sie sind aber selber damit nicht krass erfolgreich. Mhm. Und darum komme ich darauf mit dem, was du jetzt gesagt hast, du hast nicht verstanden. Präsenz. Mhm. Präsenz und Ausstrahlung und der Charme. Ich rede immer gerne von Charme. Mhm. Von einem Mensch. Sven Ivanic, ist für mich so ein super Beispiel am Comedy Award. Yeah. Den habe ich nicht gekannt, noch nie gesehen, kommt raus, er hat noch nie gesagt, ich habe ihn gerne gehabt. Yeah. Und wenn das ein Komiker kann mitbringen kann, das ist so ein Geschenk. Mega. Und leider auch so wichtig für die Karriere, für den Erfolg. Das ist sehr bitter für viele Komiker, finde ich. Ja, und vor allem finde ich absolut richtig, weil sagt man immer, in England lernst du die Geschichte erzählen und in den USA lernst du Performance. Okay. Und ich finde es immer so krass, wenn du dann merkst, wie eben eins von beidem fehlt. Mhm. Weil jemand, der nur Sympathie und Bühnenpräsenz hat und so, und dann nachher nichts zu erzählen hat, geht komplett zusammen. Und eben so die Skripts, wo du sagst, wow, und boah, wo das überall hingeht. Aber es passiert nicht live. Absolut. Das ist genau das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, dass das mit in Deutschland auch sehr spürbar ist. Du hast viel mit entweder oder. Mhm. Weil ich spiele dann irgendwelche Shows dort mit anderen Leuten, wo komplettestens wirklich einfach sich zu tot performen, weißt, und auch sehr talentiert sind mit irgendwie Stimme imitieren und der kann auch Beatboxen und macht 100'000 Geräusche. Sehr talentiert eigentlich, oder? Weißt, und es ist eben so richtig deutsch, Baller, oder? Und für 10 Minuten sind die Leute so ein bisschen wow, und nachher geht es komplett zusammen, weil irgendwann nur eine Stimme imitieren, bringt es nicht. So, weißt? Nein, und dann hast du andere, wo die nicht anschauen können, die nur so am Boden schauen. Und dann so eine mega epische 15-Minuten-Nummer machen mit irgendwie das und das und irgendwie, es kommt alles zusammen am Schluss und so. Aber wie will ich sagen, im positiven Sinn, die Leute achten sich gar nicht so fest auf das. Mhm. Ich finde, sie sollten auch nicht. Genauso wie wenn jemand einen Film gut schaut, sagt die Person dir nicht, warum jetzt der Film gut war oder schlecht. Sagt niemand, ja, weil mir hat der Twist nach einer Stunde ist zu unrealistisch gesehen, sondern es ist mehr so ein Grundgefühl. Genau. Das heißt bei einem Menschen, der auf eine Bühne tritt, ja auch. Und das meine ich eben. Und das Grundgefühl, es geht viel mehr um das. Ja, absolut. Der Mensch, was steckt für einen Mensch dahinter? Aber die sind von Anfang an brutale Performer gesehen. Die haben wirklich, wo die quasi zueinander gefunden haben und angefangen haben,
Ja, jugendliche Übermut an Spielfreude haben wir von Anfang an, das stimmt. Ja. Also ich kann keine Videos schauen von unseren ersten Auftritt. Ich kann mich... Nein, also gar auch DVDs aus der Erfolgszeit jetzt. Yeah. Gar noch nicht so weit zurück. Ich finde es oft overdriven gespielt und aber also macht es ja aus? Ja, die Leute haben das gerne gehabt, yeah. So wie es aussieht. Aber ich, für mich, vom Schauspieler, ich bin Schauspieler, ist so ein bisschen anspruchsvoll geworden in den letzten Jahren, merke ich so. Also Timing sowieso bei der Comedy. Aber ich merke auch, ich habe Freude, wenn jemand noch geil kann Schauspieler kann, als Komiker. Yeah. So in eine Rolle schlüpfen und die nicht zu billig, sondern schön spielen. Habe ich hohe Freude. Yeah. Natürlich auch, wenn uns das gelingt. Ja. Und wenn ich einfach diese alten Sachen schaue, dann finde ich, hat es dort so, ja. Da ist noch Luft nach oben. Und das haben wir ja auch. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns und da arbeiten wir auch immer dran. Ich finde das sehr, ja, wichtig. Du siehst, bei mir das Gegenteil, wenn ich alte Sachen von mir schaue, dann ist es eben noch, dann ist es noch zu wenig. Zu wenig vital. Ja, zu wenig auf die Leute zu und mehr auf so ein bisschen. Ja, so wie ich jetzt hier hocke mit dir schwätze, gefühlt, weißt du, ja. Ich erzähle jetzt einfach die Geschichte und so. Ja, ich bin immer der Bleifuss-Komiker eigentlich. Und eigentlich merke ich, wie das will ich gar nicht mehr. Aber es ist ein bisschen meine Rolle bei Divertimento und ich habe sie ja schon auch in mir. Also ich kann gerne Schub geben. Und es darf auch mal überborden, aber es ist früher zu viel und zu lang passiert, manchmal, finde ich so. Aber ich finde die wahnsinnig, wahnsinnig geil in physical Sachen. Also du hast ja zum Beispiel auch für das SRF, ich sehe Neujahr. Gutes Neues, genau. Genau. Und wirklich gewisse Momente. Gewisse Momente, da finde ich Weltklasse. Danke vielmals, merci, freut mich. Ja, das und vielleicht, mache ich gerne. Vielleicht ist es dort, weil es ohne Publikum ist, wenn du sagst, overacted. Ja, im Film vertreibt es sich vielleicht fast noch ein bisschen ähnlich. Genau. Wenn es geil inszeniert ist. Ist vielleicht dann gerade so, zack, gerade so auf der, auf dem schmalen Grat, wo so. Es gibt Abende, wo ich mir wirklich vornehme, hey, Burki, jetzt gib mal statt 120% Schub, gib mal 95%. Und der Johnny auch, von der Sprechintensität her. Und dann gehst du 150. Der Johnny, ich könnte es nicht anders spielen als 150% geben. Es ist ein Fluch. Aber, also erstens einfach erschöpft es extrem. Yeah. Also wir sind echt nach einem Abend voll auf der Schnur. Physisch. Ja, yeah, ja. Rein physisch. Das checken die Leute auch oft nicht. Nein. Die haben das Gefühl, hey, aber es ist okay. Also ich finde, eine Comedy-Show darf den Eindruck erwecken beim Zuschauer, dass es ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt ist. Kommt mit der Lockerheit her, wo gut ist, wo lustig, wo gesund ist. Aber wir sind auf der Stümpe, komplett nach einer Show. Was soll ich jetzt erzählen? Wegen 150% gell? Ja, wir nehmen uns das wirklich oft vor. Aber genau, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Letztendlich glaube ich, ist vielleicht halt das die Spiel, also ja, man kann es glaube auch Spielfreude nennen. Aus einer Spielfreude überbordet man oft oder gibt mehr Schub, als man eigentlich müsste. Yeah. Und ich glaube, dass aber das rückblickend auf die letzten Jahre auch ein bisschen mit dem Grund war, vielleicht für unseren Erfolg, weil wir wirklich mit unserer Energie, wo vielleicht manchmal zu viel ist eigentlich, aber dafür wirklich den Hinterletzten erreichen, in dem grossen Saal. Yeah. Jetzt mal rein. Ja, aber das schwingungsmässig, schwingungstechnisch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weil, ich glaube es. Weil Comedy ist live. Also das, wirklich jeder Mensch, der eine Comedy-Show mal live gesehen hat, weiß eben auf einmal, was es bedeutet. So, weil, die Energie, die freigesetzt werden kann. Genau. Schon als Kind schaust du irgendwie ein Rosa Humor Festival am Fernsehen und mein Vater sagt, dort bin ich gesehen. Also im Saal ist komplett andere Stimmung gesehen, als wie es jetzt rüberkommt. Also die Energie, die Energie, die entstehen kann zwischen dir auf der Bühne und dem Publikum. Es gibt Abende bei uns, da klingt das super und es gibt Abende, da klingt es weniger, das ist klar. Aber wenn das Energiespiel hier und her anfängt, Schwung aufnehmen, das ist magisch. Eben, und dann kommst du auch in den Spielrausch. Dann kommst du in den Rausch. Und von mir aus schaust du dann später und sagst, ja, es ist jetzt zu viel gesehen. Ja. Aber es hat trotzdem gestimmt für den Moment und für die Leute dort. Genau, wahrscheinlich. Aber ich denke dann gleich manchmal, es hat die Leute im Publikum, die sich fast ein bisschen erschlagen fühlen. Weißt,
Ja, das, ja aber die fühlen sich wahrscheinlich auch erschlagen bei 70%. Ja, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Weil das ist ein Vorteil, ich weiß nicht, wie es bei euch wird sein, Maskenpflicht oder nicht, je nach Ort wahrscheinlich. Ich habe früher noch mehr, mittlerweile schaffe ich es recht gut, oder ich nehme es sogar noch auf ins Programm, aber früher habe ich sehr, sehr oft die Person gesehen, die nicht lacht. Mhm. Immer habe ich es geschafft. Ja, mindestens einer fällt dann immer auf. Ja. So, und jetzt, wenn sie alle Masken haben, scheißegal. Hat etwas. Wobei ich glaube sogar an den Augen. Du siehst es. Jemand lacht, siehst oft an den Augen natürlich schon an. Das ist, da bin ich huere gespannt, wie das ist. Da haben sie jetzt auch gesagt, dass sie anscheinend, wenn du echt lachst, also wirklich ehrlich lachst, dass dann eben deine Augen mitlachen und dass man jetzt wegen der Maske in der Öffentlichkeit umso mehr noch sieht, wenn jemand ein falsches Lachen ansetzt. Ich glaube, wir sensibilisieren uns jetzt sehr auf die Sprache der Augen. Ja. Yeah. Sei es in der Läden oder bei einer Comedy-Show. Das ist sehr spannend. Ja, ja. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel jemandem will zeigen, dass ich jetzt dieser Person jetzt gerade eine nette Anerkennung mache, fragt mich nicht an der Kasse, wenn ich jetzt da gerade das Zeugs anschmeiße, ja, dass ich dann auch noch ein bisschen mehr mit den Augen... Mit den Augen einsetzen? Gell? Weißt du, das ist mir aufgefallen am Comedy Award. Bin ich ja lässigerweise in der ersten Reihe gehockt. Komischerweise auch. Lässig. Habe ich sehr gerne. Nein, und dann hast du Berufskollegen, die vor dir stehen, zwei Meter und performen. Und ich weiss, was es bedeutet. Also an einem Award zu spielen, ist nicht das Geilste. Vor allem das Jahr umso schwieriger gesehen, weil das Jahr wirklich nur Menschen aus dem Business gesehen sind. Genau. Sonst hast du immer noch so 150 Leute. Genau, noch verreckt. Ja. Und ich habe mich ertappt dabei. Ich habe das erste Mal, so lange habe ich Masken aufgehabt. Sonst nur zum Pösteln schnell. Und jetzt bin ich eineinhalb Stunden in dieser Show gesessen. Und es hat ein paar Performances gegeben, die ich wirklich sau lustig gefunden habe. Und da habe ich gemerkt, wie ich Maske anhabe und wirklich davon ausgehe, der sieht jetzt ja nicht, wie ich lache. Und dann habe ich es mit dem Körper angefangen untermalen. Yeah. Weißt du, habe gemerkt, ich wollte mein Lachen, das nicht sichtbar ist, jetzt kompensieren mit anderen Körperteilen. Yeah. oder Körpersprache. Und für das ist zum Beispiel der Charlie perfekt, weil der schmeißt sich immer quer durch den Saal. Mit den Bewegungen. Weißt du? Ja. Das habe ich eben wieder gesehen, weil ich bin hinter euch gesessen und ich habe euren Tisch gesehen. Aha. Und danach hat es gibt so die Bewegung, wo man so ein bisschen führen und zurückwippt. Ja, den Kopf mal fallen lassen. Genau. Und auch öfters mal einfach nicht richtig klatscht, aber so mal so. Vor Freude, ein Klatscher. So ein Single Clap. Und dann schaue ich natürlich, weil der Charlie ist auch in allem 300%, oder? Auch ja, privat. Und dann sehe ich ihn und er macht wirklich so. Schmeißt sich dreimal hin. Dem ist sicher noch viel extremer, aber ich habe wirklich auch mich ertappt, wie ich in das reinkomme. Das ist halt eine neue Ausdrucksform von «Hey, ich lache!» Oder ich finde es geil. Oder ich nehme Anteil. Das ist auch eine Frage von der Anteilnahme. Ich hoffe aber, dass ich sage jetzt mal, das Publikum an sich, dass die sich nicht so Gedanken machen müssen, sondern dass sie einfach wirklich dort hocken und Freude haben. Also ich bin von Natur aus ein Mensch, wo, wenn ich jemanden gegenüber habe, wo sich mir widmet, dann nehme ich extrem Anteil. Mhm. Also dann gebe ich dem extrem Aufmerksamkeit und extrem Bestätigung. Ja. Und das habe ich mich einfach jetzt in dieser Show ertappt dabei. Ja, logisch. Vor allem, wenn du noch zuvor das Zitz ist. Also selbst wenn einer am Kämpfen ist, und ich finde es eigentlich gar nicht so lustig, wollte ich dem, wen helfe ich? Ja. Dann wollte ich dem, Feedback geben irgendwie. Eben, vor allem bei so einer Show. Da bin ich einfach ein sehr liebenswürdiger Sieg. Nein, wirklich, dass ich aber es braucht es auch, weil eigentlich ungeschriebenes Gesetz ist ja, Kollegen sollten nicht in Sichtweite sitzen. Sehr schön. Ist so. Also, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als jemand aus dem Business, wo nicht aus Gründen von wegen, ich finde es schlecht oder so, sondern halt einfach eben beruflich bedingt viel mehr nachdenkt, sich nicht gleich auf Geschichten kann oder will einladen. Wie ist das jetzt konstruiert? Wo geht das an? Das Ganze technisch anschaut. So. Und durch das natürlich automatisch weniger lacht. Oder zum Teil innerlich findet, wow, das ist mega gut. Ich habe mal dem Vetter zugeschaut. Er ist mit mir auftreten und der Maxi Gstettenbauer ist auch auftreten. Toller deutscher Stand-Up. Einer der besten mittlerweile, wirklich.
Und der Maxi, ich glaube in Baden sind wir gesehen. Und der Maxi wirklich zerriss die Bude. Und ich schaue dem Vetter zu und der Vetter ist ganz ernst, weißt, und schaut ihn wirklich so an. So. Und dann sage ich am Schluss, wie hast du ihn gefunden? Ja. Großartig. Ja, aber dann ist es wie ein Staunen gefallen, oder? Eben. Dann ist einfach in ein reines Staunen und vielleicht Analysieren gefallen. Ja, aber du bist natürlich eben in einem völlig anderen Film. Völlig. Also du mit der Musik sicher auch noch. Habe ich auch schon von Leuten gehört, dass sie auch an Konzerten, dass sie dann eben auf einmal so, wie spielt er jetzt den Riff? Und, weißt, da so. Bin ich voll der Beobachter. Genau. Obwohl, in der Comedy lasse ich mich gerne mitreissen. Obwohl du eigentlich voll abfahren könntest, aber in dem Moment bist du so voll mega drin. Und allein aus diesem Grund sollte man nicht irgendwie in der ersten Reihe sitzen bei Kollegen. Ja, nein. Weil, noch schlimmer, andere Menschen, falls sie diese Person kennen, finden auch noch anschauen. Lacht jetzt der Manu? Ja, sicher schon. Lacht er jetzt? Lacht er jetzt beim anderen? Ja, eh. Und das ist ja eine sehr skurrile Situation eigentlich. Aber du bist im positiven Sinn, das ertappe ich mich auch immer, du bist ein einfacher Lacher im Sinn von... Das habe ich gerade letztes Jahr wieder mit jemandem davon gehabt. Mich kann man schnell zum Lachen bringen. Yeah. Ja. Und das braucht sie auch. Ja, ich bin mega froh, ist das so. Nein, wirklich. Ich kann über leichte Sachen, über primitive Sachen lachen. Ich kann aber auch über eine tiefgründige, satirische Pointe genau gleich lachen. Mhm. Ja. Was schaust du jetzt, also eben so über den Schweizer Rand schaust du noch nicht so viel? Nein, das andere Mal, ich schicke dir noch ein paar Sachen. Ja, sehr gerne. Was schaust du sonst, wo du sagst, dass, eben da kann ich zum Beispiel komplett abschalten, das finde ich mega geil, da verrecke ich voll lachen. Lachtechnisch? Ja. Ja, so grundsätzlich kann auch, das können auch Kriegsdramen sein. Das habe ich auch manchmal. Manchmal sage ich, so viel Comedy um mich herum. Ich muss jetzt etwas mega Depressives und Düsteres schauen. Den Kontrast brauche ich extrem im Leben. Yeah. Von der Leichtigkeit aus Schwere. Yeah. Ich habe, bevor ich schon angefangen Comedy machen, ich ja den Hang zum Heavy Metal gehabt, also recht früh schon. Mm-hmm. Das ist auch etwas Schweres, etwas Aggressives, etwas Düsteres eigentlich. Also ich brauche die Balance unbedingt. Yeah. Und jetzt, das stimmt, wie du sagst, also ich schaue nicht so viele funny Movies oder Serien. Mm-hmm. Früher schon eher, all die Sitcoms und so, habe ich schon gerne geschaut. Yeah. Aber jetzt, heute finde ich zum Beispiel sehr geil, Vikings auf Netflix, wo archaisch und Köpfe werden abgeschlagen. Das finde ich, das klingt sehr doof. Schöner Ausgleich. Nein, obwohl lachtechnisch, wo ich nach wie vor, obwohl es jetzt auch schon alt ist, aber wo YouTube aufgekommen ist, all die Fail-Videos, die Fail-Compilations, die liebe ich heute noch über alles. Yeah. Ich muss so lachen. Missgeschick aus der Realität, aus dem Alltag. Und heute sind Handy. Früher ist ja alles, wie hat es geheißen? Bitte lächeln, hat es glaube früher geheißen. Ja, oder aber Pleiten, Pech und Pannen. Ja, genau. Auch geil gesehen. Aber alles mit Handycams gefilmt früher. Ja, hast du ja noch irgendwie Datum und Uhrzeit im Ecken gehabt. Du hast es nicht weggelegt. Genau. Das ist einfach eingebrannt gesehen im und Film. Und jetzt mit dem Handy-Zeitalter hast du natürlich auch Flut, die reinkommt. Milliardenfach grösser. Es gibt ein Instagram-Account, No Chaser heisst der. Keine Ahnung. Den habe ich abonniert, weil der hat so eine perfekte Mischung von ab und zu ein Fail und ab und zu irgendetwas... bewundernswert, also positiv. Ja, aus dem Ausgang oder irgendwie so. Ah, okay. Oder irgendeine so eine Ami-Home-Party und einer dort vom dritten Stock den Ping-Pong-Ball perfekt in den Bierbecher. Genau. Und weißt du, Scheiße, so Fail und aber auch Erfolg. Ja, das habe ich auch etwas abonniert, mal Zeit lang. So Videos kann ich stundenlang schauen. Stundenlang. Geil ist, wenn sie dann so spezifische Fail-Videos werden. Vor allem jetzt auf YouTube, weißt du, wenn es dann so in einen Algorithmus geht, auf einmal sind es irgendwie nur noch Skateboarder auf Rails. Ja. Und auf einmal sind es nur noch, also weißt du, es wird dann auf einmal mega spezifisch. Ja. Und früher hast du alles gesehen. Oder? Tutti. Und hast du gesehen, wenn dein Handycam, wie dein Töchterchen hinterschi in die Badwanne plumpst, hast du noch irgendwie 50 Stutz bekommen. Darum pro hat sie immer geschickt. Pro eingesendeten Film. Nein, so Zeug liebe ich. Das finde ich so, da kann ich richtig blöd verhocken vor einem
Auf der Scheisse zum Beispiel. Geht das Geschäft plötzlich eine Stunde, es, statt 10 Minuten. Vor allem, es ist ein Klassiker, weil bei deutschen Comedy-Sendungen, wenn sie in der TV-Aufzeichnung machen, was sie immer machen, wirklich, habe ich jetzt schon so oft erlebt, ist, dass bevor die Sendung losgeht und bevor überhaupt irgendjemand da, also nein, Warm-up gibt es natürlich auch, aber sie tun dann ohne Ton, tun sie einfach so 5 Minuten eben so Fail-Videos zeigen. Ah ja. Einerseits, damit Leute warm werden, ja. Andererseits, damit sie ohne irgendwelche Seitengeräusche Lacher von den Menschen an dem oben können haben. Einfangen. Ja. Das halt einfach zur Sicherheit, schneidest dann noch ein Lacher drunter. Clever. Weil sonst hörst du gerade, dass es eben irgendein Sitcom-Lacher ist, genau. Wo überhaupt nicht zu dem genau. Raum passt und anders tönt etc. Und das funktioniert immer. Tatsächlich. Das funktioniert immer. Denn es ist mega absurd, weil du bist hinter der Bühne und du wartest, bis du noch darfst in dieser Sendung auftreten. Und es ist komplett still im Saal. Und du siehst alle Menschen so offen schauen und wirklich immer gleichzeitig so. so, geil. Weil funktioniert wahrscheinlich besser, als sogar manchmal noch irgendeinen Komiker als Warm-Upper reinzuschicken. Nein, das tut mir aber so leid. Hast du das jemals gemacht? Nein. Nein. Du bist ja das früher gemacht. Ja, ja. Warte mal, doch. Doch, bei irgendeiner Fernsehsendung. Eine von unseren ersten SRF-Fernsehsendungen haben sie es, glaube ich, auch vorher schon rausgeschickt. Das haben wir auch schon. Ja. Yeah. Horror. Ich hab gelernt, wenn du etwas moderierst, ich muss eigenen Warm-Up machen. Joni, dass sie dich schon kennen. Genau. mein Vater hat früher für seine Fernsehsendung hat er auch immer selber ein Warm-Up gemacht. Und er hat so einen Standard-Gag gehabt, der hat funktioniert jedes Mal. Ohne Ende. Ja, und zwar Studio 2 beim SRF, ist ja recht klein. So, ja. Oder? Und die Leute haben halt wirklich immer das Gefühl, dass alles grösser ist. Aha. Vor allem, wenn du es im Fernsehen siehst. Und danach hat er so immer so den gleichen Satz gesagt, dann hat er so gefunden. Und wie Sie sehen, meine Damen und Herren, da in diesem Studio ist alles ein bisschen kleiner, auch der Moderator. Ja, okay. 1,73 oder was er ist. Ja. Und die Leute sind immer verreckt von Lachen, haben das riesig gefunden. Es gibt so All-Time-Gags. Und mit dem bist du einfach so... Kannst immer bringen. Eben, ist oft wichtig, kurz den Menschen Hallo sagen, noch ein, zwei Sprüche. Dass sie dich gespürt, gesehen, genau. Kennengelernt haben. Absolut. Und nur ab einem absoluten Top-Level kannst du wahrscheinlich andere Menschen die Warm-Up machen lassen, weil die Leute sich eben so freuen, dass du kommst. Mhm. Aber in der Schweiz geht das fast nicht. Nein. Ich finde auch, ich bin schwerer Befürworter von Vertrauen schaffen. Letztendlich. Also eben, nur ein kleines Blödsbeispiel vielleicht, aber ich habe jetzt ja eine Woche heute Geschichte gemacht für Schweizer Fernsehen. Ich bin da durch die Berge gelaufen und habe die Leute besucht, die die Hütten, SAC-Hütten einen Sommer lang betrieben. Und dann hat jetzt immer der Nick Hartmann gemacht, 10 Jahre lang. Oder? Und jetzt kommt da plötzlich ein neues Gesicht. Ja. Ich gehe immer davon aus, dass man mich nicht kennt, obwohl logischerweise uns viel kennen, aber ich gehe immer bescheidenerweise immer davon aus, man kennt mich nicht. Und dann habe ich auch, bevor ich jetzt da aufkreuze mit einem 5-köpfigen Kamerateam, habe ich das Bedürfnis gehabt, denen schnell ein WhatsApp-Film zu schicken und mich schnell vorstellen. Und ich habe gemerkt, wie das einfach gerade gewisse, das löst gerade etwas zwischen, also das haben sie schon mal gesehen, vor allem finde ich auch gehört, dass die Stimme, wie redest du, was hast du für eine Sprachmelodie, das sind so entscheidende Sachen und eben auch für Warm-Up-Geschichten, ein Mensch kurz kennenlernen, in der Gestik, Mimik, Sprache, verbindet. Auch bei einem Auftritt, ich hab früher noch, habe ich immer das Gefühl gehabt, weißt du, das erste Solo und so, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss von Anfang an etwas mega Lustiges machen, das muss gerade mega knallen und es ist immer genau das Gegenteil passiert, nämlich immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten ist so wie nichts passiert und dann sind die Leute langsam warm geworden und ich habe immer so gedacht, wieso denn? Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, am Anfang geht es viel mehr darum. Gib mir die Zeit, oder? Gibst mir die Zeit. Am Anfang geht es viel mehr darum, das Vertrauen zu schaffen. Ja. Nämlich wirklich einfach zu sagen, wir werden heute oben zusammen einen tollen Oben haben, die sind da, ich bin schön. Da. Schön, ja, spannend, sehr spannend. Und dann längt eine Minute und nachher vorschauen mit lustigem Zeugs und es geht ab. Sehr geil. Das, also weißt du, wie du sagst, das Vertrauen schaffen, das. Es ist im Fall okay, die Situation jetzt. Weil absolut. Sie ist immer grundkomisch.
ganz viele Menschen hocken auf einer Seite und schauen. Einer erzählt etwas. Ja, und schauen jemandem zu. Jetzt lachen zwei Stunden. Und vor allem, wenn wenig Menschen sind, haben sie aber zuerst das Gefühl, Scheiße, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Aha, Scheiße, jetzt sind sie verunsichert. Genau. Und so. Yeah. Und dann es ist alles okay. Sehr wir geil. Sind da. Es wird psychologisch geil. Super. Und das ist so faszinierend. Das haben wir früher nicht gemacht. Hätten wir vielleicht gescheiter eigentlich. Nein, jetzt, wenn ich mal so über. Ja, weißt du, heute müssen wir wie nicht mehr, weil yeah. Die Leute kennen uns genau. Eh schon vom Fernsehen und vielleicht, ja, die meisten haben uns schon mal gesehen. Genau. Dann musst du wie nicht mehr. Ja. Yeah. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, wir sind raus. Die Leute völlig überrumpelt teilweise. Also merke ich heute sogar manchmal noch, erste Reihe. Ja. Yeah. Ja gut, es ist dann auch mega nach. Es ist nach und wir legen halt wirklich, wir kommen raus und bam, yeah. Geht's los. Yeah. Dann habe ich meinen ersten Ausraster. spielst du anders vor? Gut, ich weiß nicht, was ist das Kleinste, was du jetzt noch spielst im normalen Leben? Ein paar 600. 600. Ja. Yeah. Spielst du anders vor 600 als vor 3000? Das mit 3000 ist aber für uns auch eher neu. Yeah. Wir haben lange 600 bis 1000 gespielt. Mm-hmm. Jahrelang. Mm-hmm. Und jetzt haben wir mit Sabbatical eigentlich erst haben wir die Hallen phasenweise dazu genommen. Yeah. Nicht nur. Wo es dann 2 bis 3000 Zuschauer sind. Das war eine neue Erfahrung für uns. Ich hatte recht Schiss gehabt, das ist dann doch. Also weißt, Foto ist intim. Mhm. Volkshaus Zürich ist dann schon ein bisschen grösser, aber gleich sind 1000 Leute irgendwo noch überschaubar. Und 3000 ist eine Halle. Mhm. Das sind die Leute. Das ist nicht mehr familiär. Yeah. Und du hast Screens. Ja. Yeah. Da habe ich recht Schiss gehabt, ob das funktioniert. Glücklicherweise dann haben wir Screens. Ja, dann haben wir Screens. 2 links, rechts. Es funktioniert. Mhm. Aber es ist ein anderes Spielen. Schon? Ja. Wie soll ich sagen? Ich glaube, du gehst in einem 3000er-Saal fälschlicherweise wahrscheinlich noch mehr Schub. Mhm. Weil du das Gefühl hast, du musst bis hinten spielen. Mhm. Das ist eigentlich falsch wahrscheinlich. Und das Geile aber wiederum ist, in den 3000er-Saal wegen den Screens, dass gewisse mimische Geschichten wieder besser ankommen als im 1000er-Saal ohne Screens. Ja, das heisst, du kannst dann wieder Nuancen einbauen. Dort lachen sie ab der Mimik dann wieder gleich in der Halle wie im Foto. Ja. Yeah, wie es so nahe ist. Yeah. Sehr spannend. Ja. Yeah. Das ist cool. Und die Hallenstadion-Shows sind eh nochmal ein anderer Planet gewesen, oder? Ja. Das war ein mega Erlebnis gewesen. Fürs Ego noch geil. Du kannst sagen, hast zweimal das Hallenstadion gefüllt innerhalb von einer Stunde Vorverkauf. Ja. Yeah. Ich muss es aber nicht mehr haben. Das kann ich habe es letztendlich vom Spielfeeling her wirklich zu unpersönlich gefunden. Das habe ich mir aber sogar vorgestellt. Das habe ich mir ohne Scheiß gedacht. Das ist eigentlich nicht verwunderlich. Ich habe es mega geil gefunden, eben für die Geschichte. Ja, weißt du, Happening, boah, und Schweizer eben, fühlen das Hallenstadion. Und vor allem so schnell ausverkauft und so. Und da haben wir so gedacht, aber ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass das die geilste Show wird. Überhaupt nicht. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich für den Johnny auch reden kann, aber ich. Nein. Geiles Erlebnis gewesen. Mhm. Ich bereue es überhaupt nicht, dass wir es gemacht haben. Es hat ja irgendwo durch auch funktioniert. Es war keine Scheißstimmung gewesen. Ja, ja. Aber wir sind verreckt vor Nervosität vorher. Weil, wenn dort drinnen der Funke nicht springt, dann wird es ein verdammt langer Abend. Ja. Und das war Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Aber es ist gleich auch nicht, dass der gleiche Flow ist es nicht gewesen wie im 1000er-Saal. Überhaupt nicht. Ja, das denke ich immer. Weißt du, bei den Deutschen wird jetzt so gern, auch Mixed-Shows werden jetzt schon in Stadien gemacht und Riesenhallen, kommen die Nacht XXL und so. Und das ist, das sind nie gute Shows, meiner Meinung nach. Schon, ja. Ich finde auch, es müsste nicht sein. Weil, es sieht halt pompös aus und geil und alles, aber fürs Erlebnis, glaube ich, für den Komiker sowie fürs Publikum. Mhm. Ist in einem kleineren Saal viel geiler. Yeah. Viel geiler. Aber bis 3 ist easy machbar. Bis was? Bis 3000. Ja. Vor allem vielleicht zum Beispiel Samsung Hall, nur schnell, finde ich trotzdem noch recht intim. Ich finde sie recht das geil. Das hat aber auch mit der Architektur zu tun. Ja, ich finde sie recht geil gebaut. Das stimmt. Dort hockst du ein, das sind glaube ich 2500 Leute drin. Es ist eigentlich eine Halle, aber es fühlt sich gleich noch wie ein Theater an. Ja. Das stimmt. Den Balkon kann ich mir vorstellen, verlierst du ein bisschen. Ja.
Weil der ist, ja, der ist sehr ziemlich unter der Decke oben. Aber wirklich, ja, ganz eine andere Geschichte als Messehalle Basel oder yeah. Olmenhallen oder so. Das stimmt. Yeah. Yeah. Das stimmt. Aber wir haben glücklicherweise wirklich bis jetzt noch keine Hallenshow gehabt, wo irgendwie wirklich Vollbach abgegangen ist. Der Funke springt gleich irgendwie und ist schon noch geil. Also ja. Auch die Leute lachen ja nicht intensiver. Aber es sind mehr Leute, die lachen. Es ist ein anderes Geräusch, ja. Also es kommt so ein bisschen der Popkonzert-Groove manchmal. Ja, yeah, ja. Yeah. Das fühlt sich als Künstler auf der Bühne dann schon noch geil an. Das habe ich allein schon gehabt, als ich mal bei Marco durfte Support machen im ja. Volkshaus. Ja. Und zwar, dort ist wirklich, dort hat mir aus einer kleinen Krise geholfen. Aha. Weil halt, du bist eben immer so konstant am Spielen und es irgendwie kommen wenig und Leute. Und eben, du zweifelst dann irgendwie langsam dran, ist das lustig, was ich mache? Und dann einfach die Erkenntnis, dass, wenn Leute kämen, wie können die tönen? Wie in einem Volkshaus und tatsächlich 1000 Menschen dort sind, wo wohlbemerkt nicht für mich kommen, sondern die sind für den Marco gekommen, ja. Die wollen den Marco sehen und er gibt mir 10 Minuten und es funktioniert. Und du hörst die peitschenden Lacher, dann gehst du nachher von der Bühne und sagst, okay. Ja. Es geht und es tönt anders. Ja. Genau, das ist schon geil. und gleich kann ich mittlerweile auch mega geniessen, vor allem in der jetzigen Zeit, also gibt es fast keine andere Wahl. Ja, in der Kleinen. Wie in frag mich nicht, irgendwie in Deutschland vor 25 Leuten spielst und am nächsten Tag kommen tatsächlich 100, aber geil. Die Show vor 25 ist viel geiler gewesen. Ah, sicher? Ja. Weil es eben nicht auf die Menge drauf ankommt, sondern... Ich habe das auch erlebt. Wir haben jetzt schon länger nicht mehr im Foto gespielt. Aber wir haben auch zu den grossen Zeiten schon das Rassers zu lieb. Ja. Zwei, drei Shows haben wir im Foto noch gespielt. Ja. Bühnentechnisch, logistisch haben wir voll müssen runterbrechen und ist alles auf grosse Bühnen ausgelegt unterdessen. Aber hey, das sind so schöne Abende. Ja. So geil. Also wenn die Leute wirklich... Also wenn du spielst sie an... In der ersten Reihe. Also jetzt sehr schwierig. Das ist wirklich, ja. Aber ja, das und der Schweiß spritzt. Und das Foto ist ein Extrembeispiel, finde ich. Das ist so kompakt. Das ist mega kompakt. Das ist so kompakt. Was eben, es tut mir für so viele Locations tut mir jetzt mega leid, weil halt eben die Bedingungen umso schwerer sind. Genau. Aber eben, im Foto, in Abend, wo die 200 Leute sind, glaube ich. 220. Wenn der das Feuer übergesprungen ist auf die Leute, das ist das Geilste. Ja. Also wirklich geiler als 1000 Leute im Volkshaus, die glaube ich voll abgehen. Kannst du dir mal vorstellen, dass da irgendwann sagt, jetzt machen wir bewusst wieder mal Back to the Roots, so eine, natürlich. Ja, so eine mega kleine, vielleicht die Locations, die da angefangen haben oder so. Das habe ich mir gar noch nie überlegt. Bringst du uns auf eine Idee? könnte ich mir vorstellen, eigentlich. Das wäre schon noch geil. Ja. Also Musiker machen so das ja gerne. So als Erlebnis und so, ja. Why not? Ist jetzt nicht oder noch kein Thema. Aber weil Tickets bei euch sind eh nie erhältlich. Gehen immer gerade weg. Also kannst du es auch einmal auf noch kleiner machen. Stimmt eigentlich. Oder vielleicht sogar verlosen. Oder ja. Ja. Why not? Weil, eben, also ist sicher auch geil zum Performen. Ja. Weil, wenn dann wieder mal alles normal ist. Es ist wie vorher schon mal angetönt, oder? Du sagst es selber, wenn in so einem kleinen, kompakten Saal wie Foto in den Funken springt, ist es Affe geil. Wenn er nicht springt, ist es verdammt trocken und ruhig. Ja, ja, ja. Wir sind dadurch ein bisschen Schiss, also Johnny und ich. Obwohl ich dort gemerkt habe, RTL Comedy Grand Prix habe ich mal mitgemacht in Essen, mega schönes Theater, 1200 Platz. Weil das ist etwas, was wir in der Schweiz nicht haben. Wir haben keine Theater mit viel Platz. Mhm. Wir haben natürlich Stadttheater und so. Ja, ja, genau. Aber sonst wird es schwierig. Und in Deutschland und ich meine, vor allem in England und in den Staaten hast du so geile 2500 Theater. Ach, hast du nicht ein Samsung Hall, ja, sondern genau. Hast ein Theater. Die wirklich Theater. Und jetzt sind wir dort in dem Theater in Essen. Und danach hat halt der eine oder andere Auftritt, wo nicht so massiv war. Und wenn dann 1200 Leute still sind. Ja, das ist logisch.
Das macht so. Oh, das stimmt. Das, komm, das Komiker, macht er nochmal anders weh. Als Komiker, wenn das Publikum still ist, egal ob gross, klein, ist einfach scheiße. Wie lange beschäftigt es dich, wenn es mal nicht gelaufen ist? Bis zum nächsten Auftritt? Oder wenn du gehst pennen? Oder? Es gibt ganz Verschiedenes. Ja, bis zum nächsten Auftritt kommt jemand hin. Yeah. Hast du das schon? Also wenn Johnny und ich einen Abend erlebt haben, wo Knorzig war, gehen wir weniger enthusiastisch am nächsten Auftritt an und sind ein bisschen, fast ein bisschen ängstlich. Und yeah. Aber meistens knallt es dann gerade wieder drauf ab und dann gehst du wieder hoch und beschwingt in die nächste Show. Das ist schon, das ist mehr oben, aber zwischendurch gibt es die Shows, die für uns sich harzig angefühlt haben. Da hat es aber dann schon gegeben, dass Berufskollegen im Publikum gerade waren, zum Beispiel an so einem knorzigen Abend. Mhm. Und die haben gefunden, was? Wir haben das knorzig gefunden. Ja. Yeah. Das ist eine Empfindungssache. Wir sind verwöhnt. Johnny und ich sind sau verwöhnt. Ja, und es ist wahrscheinlich auch noch, wie viel du geschlafen hast. Ja, das kommt noch dazu. Was gerade alles sonst passiert. Das kommt noch dazu. Aber wir haben es ja anfangs im Gespräch von dem Hype gehabt, ob der Schweizer Hype überhaupt zulässt. Oder wenn, dann eher für externe. Mhm. Aber es hat schon Zeiten gegeben, eindrücklicherweise nach dem Doc, der rausgekommen ist, wo ein bisschen aufgezeigt hat, was für einen Krampf das wir hatten. Dort haben wir ein paar Monate das gespürt, dass der Doc erst gerade gelaufen war. Yeah. Und viele Leute, die im Publikum sitzen, den gesehen haben. Yeah. Und dort haben sie uns am Anfang noch, schon wo der Vorfilm gelaufen ist, das Intro, wirklich gehypt. Ups. Yeah. Dort haben wir gemerkt, weißt du, also schon fast gestanden eigentlich. Krass. Bevor wir auf die Bühne gekommen sind. Wegen dem Leidensfilm. Das war noch krass gewesen. Es hat dann aber auch wieder auf abnehmen, wo es länger her war, wo die Präsenz war. Ja, dort habe ich so etwas wie einen Hype verspürt. Weil in dem Fall sind das Menschen gesehen, die ja Tickets schon vorher gekauft haben. Dann den Film gesehen haben. Dann gekommen sind. Ja. Krass. Das war noch eindrücklich. Ja. Ja. Wie lange haben wir schon? Fuck, fast zwei Stunden. Yes! Cool. Ich frage nur noch zum Schluss. Ja. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich weiss, ja, Musik logischerweise. Feel good, hä? Was noch? Mit Menschen. Sorry, aber das, was wir da jetzt gemacht haben, ist auch so etwas. Mega geil. Austausch, schwätzen mit den Leuten. Ich finde, wir sind heute so abgelenkt von all diesen Medien, die ja für uns zwar auch mega bereichernd sind, jetzt in unserem Beruf. Das will es nicht wegfluchen, überhaupt nicht. Aber ich finde schon, ich merke schon, dass die Zeit immer enger wird. Austausch, face to face. Lang vor allem. Nicht einfach so schnell. Yeah. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Der Austausch mit Menschen. Das ist, egal welche Gattung. Das ist auch bei der Krise und Lockdown, ist das wo ich wie am schadesten gefunden habe. Dass jetzt hättest du mal Zeit. Ja, und kannst nicht. Darfst du niemals sehen. Du sagst, es ist mir genau gleich gegangen. Und immerhin. Und es ist wie ein Zoom nicht gleich. Ja, aber immerhin dann irgendwie zum Teil 4 Stunden am Tag telefoniert. Und ich bin kein Telefonierer. Ich bin nicht der, der einfach mal. Hey, wie geht's? Lass mal erzählen. Ja. Aber dort, denke ich immer so, wenn der Lockdown noch gesehen war, weißt du, so wie irgendwie in Skandinavien, wenn sie Winter haben und einfach beieinander unangekündigt vorbeischauen. Auf dem Land, da haben sie gedacht, das wäre der Geilste. Weil du weißt, es ist eh jeder daheim. Einfach mal vorbeifahren, gehen Leute sagen, hey, da bin ich, trink das, mal einen. Wirklich. Das ist eine Kultur, die es nicht mehr gibt. Nein. Früher hat es wirklich noch öfters gegeben. Wo es keine Handys und so gegeben hat, ist man auch gelitten. Und? Ich merke, ich ertappe mich ja selber sogar, wenn ich überrascht werde zuhause. Yeah. Im Gang. Das ist strange. Früher war es gang und gäbe, dass es einfach ab und zu gelitten hat an der Tür. Jetzt zuckt man zusammen, ist aufgeräumt. Zu dem schickt er auch ein Video. Sebastian Maniscalco. Italo-Amerikaner. Sensationell. Ich sehe, nach dem Gespräch habe ich viel Stunden zu verbringen mit Filmen schauen. Was ich eben auch wahnsinnig schätze, ist eben einfach mal, wenn, rede ich schon, einfach wirklich Angesicht zu Angesicht fast 2 Stunden mit jemandem. Hey, das ist fast nie. Huere selten. Ja.
Und darum mache ich den Podcast aus sehr egoistischen Gründen. Sehr geil. Ich danke dir mega für die Einladung. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Und viel Erfolg auf der Tour. Gleichfalls. Ja, danke. Gleichfalls. Dass alle Menschen kommen, dass sie viel Freude mitbringen. Und ja, und es soll die Psyche stärken von unserem Volk. Wieder. Genau. Und Lachen ist gesund, so doof der Spruch tönt. So ist es. Lachen ist gesund. Klibi und Caroline haben doch immer gesagt. Yeah, yeah. Lachen ist gesund. Nur schnell, Fun Fact, der Klibi hat mal gesagt, er hat bis auf eine CD hat er immer Lachen im Titel gehabt. Ist das mal aufgefallen? Ja. Er hat, glaube ich, 17 CDs ja. gemacht oder wie viele auch immer. Und ich hatte die gehabt, Zeit zum Lachen, die musst du nicht, Zeit zum Lachen. Kannst du weitergehen? Oder irgendwie so. Ja. Das ist Weltklasse gewesen. Sehr geil. Hey Manu, vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Gleich. Und wir sehen uns am nächsten Publiken-Küppli-Event. Sehr geil. Tschüss zusammen. Peace. Salut.